Ne? Wisst ihr? Also, das war geplant, ich wollte hier fragen. Ja, greif mal! Ey, wer hat da gerade so schlecht geschossen? Ich weiß nicht. Sorry. Das war. Wir wurden schon getroffen. Komm hierher, du Kleiner. Ich treffe den von hier aus gar nicht mit der Pistole, oder? Doch, ich glaube schon. Wenn er so zuckt, dann hat man ihn getroffen, ne? Also. Immer schön drauf auf den. Bam! Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, der ganze Loot, Mann. No problem for the help. Warte mal, ich geh mal kurz. Oh, die haben gesagt, die haben sich bedankt, dass wir denen geholfen haben. Ja, die haben mit so viel Loot, Mann. Die... Warte mal, ob wir auch was dürfen. Oh mein Gott, was ist das? Oh, oh, oh mein Gott, hier ist ein Kraken, Junge, hier ist ein Kraken. Nein, ich gehe hier nicht weg. Ich bleibe hier für immer. Vergiss es. Wir müssen vom Bord. Ja, nein, vergiss es. Ich bleib hier. Die können mich mal. Ich verstecke mich unten. Ich will mitsegeln. Digga, Anni, das war jetzt mehr als traurig. Du musstest nur auf dem scheiß Steg laufen, der 5 Meter breit ist. Und fällst ins... Wieder in die andere Richtung, wo wir gerade schon waren, wenn wir weiter einlenken. Ja, wir fahren jetzt geradeaus. Also geradeaus fahren. Nee, da fahren wir wieder in die... Da fahren wir wieder dahin, wo wir schon waren. Ja, wir sind Richtung Süden gefahren. Ich hab... gehen, sobald wir eine Kugel abbekommen. Ja, stimmt. Ja, da läuft was. Wow, so ein Feuerwerk. Was war das? Ich bin ich hab aus dem Feuerwerk geschmissen. Oh Gott, ey, er schreckt mich doch nicht so. Auf meine Kiste, weil ich der... Links, Loot! Ja, aber wir wollen das doch nein, nicht. Nein, jetzt ignoriert doch mal den Scheiß los. Ich möchte den nicht, ich will das Schiff haben. Wir haben gerade auch goldene Harpun. Wir haben goldene Harpun, wenn du uns nicht gehst. Oh. Ja, das ist mir auch gerade passiert. Hey, guck mal, ich bin wieder da. Jetzt geschafft. Hey, Junge, das, was bei mir gewackt hat, hat bei dir funktioniert. Hier irgendwo müsste das Schiff sein. Hier habe ich durchgesehen. Ja, aber hier ist nichts. Ist nicht dein Ernst schon wieder. Aber lass uns hin. Ich sehe nichts. Links, ganz weit links war ein Schiff. Aber da fahren wir jetzt auch zu. Nee, das soll. Digga! Von allen Seiten. Hey, nee. Mami! Dö. So, jetzt aber. Anni! Ich bin tot! Wir sinken! Ja, ich kann nichts machen, ich bin auf Scheiße, wir sinken gerade! Wir sinken! Scheiße, wir hatten was auf dem Kopf. Ja, Anni, was machst du? Warum warst du nicht im Keller? Nein, ja, aber hallo, Keller, die haben mich doch abgeschossen! Nein, da waren... ...vom Segel. Ja. Aber vorsichtig, ganz vorsichtig. Geh auf dieses Geländer da, links. Hey, jetzt guck mal nach Schiff! Anni! Jetzt guck mal bitte nach Schiffen, wir brauchen echt ein Schiff. Deswegen gucken wir jetzt mal, ob da Leute im LSPD sind. Ich weiß zwar echt nicht, ob das so eine gute Idee ist, beim LSPD zu arbeiten. Ich habe also gar keine Ahnung von all dem, aber wir versuchen es einfach. Ja, kommt drauf an, auf welchem Reddit-Server spielst du. Wenn wir auf dem gleichen spielen, ist das bestimmt kein Problem, dass ich da mal bin. Muss halt nur. Der nice. Kraken kommt. Oh nein. Nein. Och nee, Bruder, ich will den nicht. Was macht der hier? Kann er bitte einfach weg? Oh! So, jetzt aber.
Halli, hallo, hallöchen, guten Morgen zusammen. Ja, ich bin wieder am Start, Junge. Ich habe voll lange nicht gestreamt, ganze 14 Tage, glaube ich. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das alles hier funktioniert. Und ich hatte auch irgendwie das falsche Mikrofon angeschaltet. Oh mein Gott, richtiger Profi hier am Start heute Morgen. So, wir spielen heute Fall of Porcupine. Leider ist es so, dass mein Spielstand weg ist. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Wahrscheinlich ist es passiert, nachdem ich meinen PC neu gemacht hatte. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe nämlich eh vergessen, was passiert ist. Deswegen fangen wir einfach nochmal neu an. So, why not? Fall of Porcupine setzt sich mit einem Gesundheitssystem auseinander. Es kommen Handlungspunkte vor, die unter anderem Stress, Krankheit, Tod und Selbstzweifel behandeln. Bitte unterbrich das Spiel, wenn du dich unwohl fühlst und kontaktiere eventuell deine Familie, Freunde oder eine professionelle Anlaufstelle, um Unterstützung zu bekommen. Ja, okay, danke schön. Ich wusste nicht, dass das vorher kam. Ist das neu? Haben die das nur reingemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich halt einfach nicht mehr an dieses Game. Aber ich weiß, dass wir es einfach mal durchspielen wollten. Im Stream. Und ich habe es auf der Switch und habe es auch nicht weiter gespielt. Richtig übel. Jo. Gucken wir mal, was hier abgeht. Oh. Okay. Ah. Danke, Spiel, dass du mir sagst, dass ich mich bewegen kann. Junge, wie war das denn hier nochmal? Okay, wir laufen einfach mal hier rum. Es ist dunkel. Oh! Oha! Eine Blumenwiese! Junge! Nee, doch keine Blumen. Schade. Hä? Mal wie der seine Beine in diesem Gras hat. Wow! Oh! An die erinnere ich mich noch. Hey, Finlay! Schön, dass du endlich da bist. Ach, ja. Wie? Ah, okay, mit E. Was schaust du denn so bedröppelt? Nichts, ich habe nicht erwartet, meine Zimmerpflanze hier zu treffen. Wen hättest du denn erwartet? Vielleicht deine Waschmaschine? Mein Topf vibriert übrigens immer ganz schön, wenn du den Schleudergang anschmeißt. Okay. Nein. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich etwas suche. Ach so? Und was suchst du? Ich habe keine Ahnung. Aber es war wichtig. Und ich glaube, ich habe es verloren. Na, wenn du es nicht mehr weißt, kann es ja nicht so wichtig gewesen sein. Junge, das ist 1:1 mein Spruch immer. Wenn ich etwas vergesse oder jemand vergisst, was in meinem Umfeld, so sage ich auch mal, kann es ja nicht so wichtig gewesen sein. Das kann bestimmt warten, Pumpel. Meinst du? Klar, komm, entspann dich mal. Schau dir doch diese Wiese an. Das saftige Gras, die helle warme Sonne und diese beruhigende Musik. Wie kann man sich da Sorgen machen? Ja, die Sonne tut echt gut. Oh, wie schön. Aber welche Musik meinst du? Ja, das frage ich mich auch. Ach so, Moment, kurz. Oh Gott! Junge! So, besser? Ja, das gefällt mir. Oh, guck mal, wie der so mitwippt. Das ist ja voll süß. Perfekto! Lass deine Blätter einfach mal baumeln. Lass deine Sorgen Sorgen sein. Okay. Ja, das sollte ich tun. Ich sollte mich ein bisschen entspannen. Tipptopp, das will ich hören. Wenn man etwas verliert, taucht es irgendwann wieder auf. Also such dir einen gemütlichen Platz. Nimm dir, was du brauchst. Ja, das mache ich vielleicht. Ich schaue mich mal ein wenig um. Es ist so schön hier. Da will ich mir meinen Platz gut aussuchen. Dir steht alles offen. Hauptsache, du kommst ein bisschen runter. Hau rein, Pino. Okay. Okay, ciao, Kakao. Die
diese Musik ist voll chillig. Oh mein Gott. Oh! Aha. Hallöche, Kumpel. So sehen wir uns also wieder. Wie läuft's mit der Entspannung? Hä? Ich bin gerade gefühlt gar nicht weit gelaufen und schon fragt er mich, wie es meiner Entspannung geht. What the fuck? Okay. Und hast du die Person gefunden, nach der du gesucht hast? Wait a minute. Wer hat denn was von einer Person gesagt? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ist auch nicht so wichtig. Ich bin nur hier, um dir beim Entspannen zu helfen. Okay. Darum muss ich noch wissen, wie es dir so geht, oder? Mhm. Ja, macht Sinn. Ja, stimmt schon. Und was hast du jetzt vor? Ich weiß es noch nicht. Wer ist denn der große Bursche da neben dir? Was? Ach, der. Das ist Hugo. Okay. Wir waren zusammen auf der Uni. Okay. Man kann super auf ihm herumklettern. Habe ich früher andauernd gemacht. Seitdem ich aber mal Blattläuse hatte, lässt er mich nicht mehr. Okay. Willst du es mal versuchen? Ja klar, warum denn nicht? Aber ich glaube, ich komme an der riesigen Blüte nicht vorbei. Warte, das haben wir gleich. Okay. Siehst du, gar kein Thema. Kein Thema, sagst du? Der ganze Boden hat gebebt. Ja, Hugo ist ziemlich kitzlig. Sei also vorsichtig, wenn du auf ihn herumkletterst. Und brich ihm keine Blätter ab. Er bildet sich viel auf sein Blattwerk ein, weißt du? Okay. Hallo, Hugo. Okay. Einfach direkt verkackt hier. Junge. Lass mich doch einfach auf die Pflanze drauf. So, dann müssen wir, glaube ich, hier lang. Kann man da hoch? Stimmt, naja. Dann müssen wir hier hoch und dann sind wir hier. Können wir noch höher? Nee, oder? Ah, okay. Heyo, Finster. Hier oben. Huch, wie bist du denn da hochgekommen? Ich kann viele Dinge. Okay. Ich darf ja nicht mehr klettern. Da musste ich mir eine andere Lösung überlegen. Was hast du so vor? Ich bin auch unsicher. Vielleicht will ich ins Wasser springen. Echt? Ich dachte, wir bleiben entspannt. Außerdem sieht das ordentlich tief aus. Ich glaube schon, ja. Vielleicht ist das, was ich suche, da unten. Ich will nur mal gucken. Na gut, wie du meinst, Partnerino. Ich bin ja eher der Typ Halbschatten und ich neige zum Überwässern. Okay. Feigling. Ja, dann kommst du halt nicht mit Blume. Ciao. Hui. Platsch. Okay. Huch, oh Gott, das war wirklich tief, Junge. Hui. Das ist schon cool. Aha, die Blume ist also doch hier. Du bist ja doch hier. Klar, ich lass mir den Spaß doch nicht entgehen. Frierst du etwa? Ich werde mich erkälten. Dann musst du mich pflegen. Für mich einkaufen. Meine Steuer machen. Das Wasser ist doch super angenehm. Ich weiß nicht, was du hast. Nein. Ich mag kein Wasser. Heißt es, ich soll aufhören, dich zu gießen? Das ist etwas anderes. Das kannst du nicht verstehen. Blumenangelegenheiten. Okay. Können wir vielleicht trotzdem hier raus? Ja, okay. Oha, wer ist er denn? Junge, was ist das? Hallo, kann ich mir das angucken? Das ist doch die Statue vom Marktplatz. Bist du für das Wasser hier verantwortlich? Kannst du mich verstehen?
Ich suche etwas. Hast du es vielleicht gesehen? Keine Reaktion. Wie unhöflich. Okay. Alles klärchen. So, müssen wir jetzt nach oben oder kann ich einfach hier nach rechts schwimmen? Macht das Sinn? Ja, okay. Ich kann einfach nach rechts schwimmen. Easy. Oha, voller Strand hier, Junge. Ist das geil. Hallöchen. Oh, hi, Mr. Blume. Binnenmeister, da bist du ja endlich. Wo hast du so lange gesteckt? Die scheint es wieder besser zu gehen. Wie kann es einem an einem Strand schlecht gehen? Dieser Moment, wenn das überschüssige Wasser verschwindet, in dem langsam die erste Photosynthese einsetzt. Es gibt nichts Besseres. Okay. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Vergesst alles um mich herum. Ich kann mich gerade kaum an deinen Namen erinnern. Finlay, du wohnst bei mir. Pina hat mich dir geschenkt. Du bist aus ihrem Blumenladen. Finlay, Ponlay, Donglay, Dinglay. Mir ist es gerade alles egal. Ach ja. Der Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Bist du schon mal hier? Vielleicht, aber nicht so. Du hast echt komische Gedanken. Hast du denn inzwischen gefunden, was du suchst? Nein. Aber ich glaube, ich suche gar nicht etwas. Ich suche jemanden. Dann herzlichen Glückwunsch. Du hast jemanden gefunden. Deinen allerbesten Blumenkumpel. Und jetzt schnapp dir den Drink, leg dich in den Sand. Wir hatten schon lange keinen Urlaub mehr. Ich komme gleich. Vielleicht finde ich die Person ja hier am Strand. Hol dir aber keinen Sonnenbrand. Ich bin schließlich keine Aloe Vera. Was ist denn mit dieser Blume am Start, ey? Oh, Sandburgen. Ist ja voll cute, Junge. Oh mein Gott. Wie süß. Oh, eine Hüpfburg. Nee, ich muss auf diese Hüpfburg. Boing. Oh mein Gott, einfach in den Himmel geflogen. Junge, ich hab's gejinxt. Einfach in den Himmel geflogen und schon bin ich im Himmel. Toll. Ich glaube nicht, dass ich hier hin beistelle. Oh mein Gott. Junge, wer bist du denn? Ingrid, schön dich hier zu sehen. Wissen Sie vielleicht, wo Herr Arndes ist? Herr Arndes, ich habe Herrn Arndes gesucht. Er ist Patient bei uns und er war verschwunden. Ich bin mit dem Aufzug gefahren und irgendetwas ist schiefgegangen. Stimmt ja. Da war ja was. An das erinnere ich mich sogar noch. Ich muss Herrn Arndes finden, sonst stößt ihm noch etwas zu. Sorry, Ingrid. Sie wissen, wie sehr ich unsere Gespräche genieße, aber ich habe das Gefühl, dass Herrn Arndes etwas zugestoßen ist. Wir sehen uns bestimmt später. Aha, aha, aha. Ja, ja, genau. Da war ja was. Wir sind ja mit dem Aufzug gefahren. Und dann sind wir irgendwo runtergefallen oder wir haben Kisten auf den Kopf bekommen oder irgendwie so. Ja, ja, ja. Daran erinnere ich mich sogar noch. Oha, Junge, was ist das? Okay. Herr Arndes muss doch hier irgendwo sein. Hallo, Herr Arndes, hören Sie mich? Scheiße. Mann. Nein. Spring doch. Oh mein Gott. Hui. Oh. Hui. Hui. So, wo ist der? Oh. Oh no. Das Blut auf dem Boden. Das ist nicht gut. Hier ist noch mehr Blut auf dem Boden. Oh mein Gott. Okay. Hallo? Ist da jemand? Ich weiß ja nicht. Auf dem alten Krankenhausbett stehen Kartons voller Dokumente und Ordner. Komische Wahl für ein Büro, aber jeder hat seinen eigenen Einrichtungsstil. Das Bett sieht fast wie ein richtiger Schreibtisch aus.
Vielleicht sollte ich... Da hinten ist jemand. Herr Anders, sind Sie es? Lauf! Finlay, lauf! Schnell hin da. Oh, hier ist noch mehr Blut. Oh mein Gott. Das ist Blut. Es ist noch frisch. Oh mein Gott. Junge! The fuck, wie viel ist das? Du heilige Banane. Oh! Herr Anders, Sie bluten. Bewegen Sie sich nicht. Was? Wer? Wer sind Sie? Bleiben Sie ganz ruhig. Ich werde Ihnen helfen. Ist da jemand? Wir brauchen Hilfe. Hallo. Wow. Ach genau, da waren wir. An dem Punkt waren wir. Daran erinnere ich mich sogar noch. Und dann war Ende. Ich glaube, wir hatten noch nur die Demo gespielt bis dahin. Das Spiel ein bisschen lauter machen hier. Aha. Nee. So. Ich habe Essen von Mia. Vielleicht schaffen wir es ja mal zu quatschen. Dann musst du mir ganz in Ruhe erzählen, was passiert ist. Guten Morgen. Ich hoffe, du bist wieder fit. Ich freue mich, dass du wieder zur Arbeit kommst heute. Okay. Ja, okay. Okay. Gut. Oh. Oh mein Gott, ich sehe aber nicht so gesund aus. Oh Mann, schon wieder so ein Traum. Ich bin richtig matschig. Fühlt sich an, als hätte ich gar nicht geschlafen. Wenn das so weitergeht, bleibe ich einfach wach. Ja, macht schon dann keinen Sinn, ne? Uff. Okay, hilft ja nichts. Aufstehen. Oh je, Gott, der ist richtig kaputt, Junge. Der Arme. Oh, meine Blume. Da bist du ja. Du stehst hier einfach so in deinem Topf, als sei nichts gewesen. Ich hatte eine ganz schön unruhige Nacht wegen dir. Aber du hast gut lachen. Du musst ja nicht zur Arbeit. Wenn ich heute Abend Strandsand in deinem Topf finde, gibt's Ärger. Fernsehen. Während der Uni habe ich mit meinen Mitbewohnerinnen jeden Abend gespielt. In den 1 gegen 1 Wikinger-Kämpfen hat sie mich immer fertig gemacht. Ich dachte, ich kann mir ein paar Zockerabende gönnen nach der Arbeit. Pustekuchen. Bisher ist die Kiste ausgeblieben. Ja, das ist schade, Marmelade. Oha, Junge, was ist das? Ich gehe einfach so durch diese Dings und auf einmal bin ich hier angezogen. Ha. Ich habe einen Haufen Post bekommen, als ich hier eingezogen bin. Pokopine ist nicht so groß, trotzdem war es irgendwie nett. Busfahrplan, Kulturbroschüre und ein Probeabo der Tageszeitung. Vielleicht werde ich ja mal zu einem Zeitungsleser. Dann kaufe ich mir so eine Brille, wie Ingrid sie hat. Ja, moin. Okay. Das ist also mein Haus. Schick. Seitdem ich hier wohne, steht das Fahrrad hier. Also entweder wurde es hier vergessen oder hier ist gerade keine Fahrradsaison. Wenn es im Winter noch hier steht, werde ich es mitnehmen und aufpäppeln. Okay. Wie willst du es mitnehmen? Das ist doch angeschlossen unten. Wer bist du denn? Oh mein Gott. Du bist ja süß. Guten Morgen, Finlay. Spät dran. Hey, Susi. Ja, hatte eine unruhige Nacht. Verrückter Traum. Ah, ja, sowas kenne ich. Ich träume in der Regel gar nichts. Manchmal träume ich aber, dass ich laufe, einfach so auf der Stelle. Kommt bestimmt von der Arbeit. Ich habe gehört, dass Louis Colbert auch gerade schlecht schläft. Er macht sich Sorgen um den Laden. Die Leute kaufen einfach nicht mehr so viel Briefpapier wie früher. Ich meine, mir soll es recht sein, da habe ich weniger zu schleppen. Bist du denn schon auf deiner Tour? Was denkst du? Ich bin schon fertig und überlege gerade, was ich zum Mittag essen soll. Zum Mittag? Du hast echt einen besonderen Tagesrhythmus. Briefe können eben nicht laufen. Ich sollte das aber jetzt mal tun. Lass sie nicht aufhalten und verlauf dich nicht. Das passiert, wenn man die Stadt nicht so gut kennt wie ich. Okay, okay, okay. Die ist ja richtig cute. Oh mein Gott. Die da einfach mit ihrer ausgestreckten Zunge sitzt. Wer bist du? Ich kann nicht mit dir reden.
Oh, sad. Die ist süß, die Katze. Dann halt nicht. Reden wir halt nicht mit der Katze. So, ist das voll schön hier. Muss ich Bus fahren? Fahre ich mit dem Bus? Da hängt ein Zettel. Leider kann der Bürgerbus bis auf unbestimmte Zeit nicht verkehren. Wir bitten um Ihr Verständnis, sehen Sie es positiv. Zu den aktuellen Spritpreisen läuft es sich doch schon viel leichter. Wir hoffen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Okay, das kommt mir gerade recht. Wieso habe ich mir denn ein Monatsticket gekauft, wenn der Bus nur einmal im Monat kommt? Ja, das ist natürlich ein bisschen sad. Oh, ist wieder ein Schild. Von hier aus komme ich zur Altstadt und zur Einkaufsstraße. Schon seltsam, was in einer Kleinstadt als Einkaufsstraße durchgeht. Ich weiß nur, dass Pina dort ihren Laden hat. Ich sollte mir die Straße aber mal in Ruhe angucken, wenn ich frei habe. Aber die Altstadt verdient ihren Namen. Kleine alte schiefe Häuser, das Rathaus, der Stadtbrunnen und natürlich das Gilberts, die beste und einzige Kneipe in Pokopalen. Und die allerbeste Sache, beide Wege führen aber zum St. Ursula Krankenhaus. Okay, okay, okay. Dann auf. Oh, hey Junge. Die Straße ist heute gesperrt. Ich kann dich hier nicht durchlassen. Wie komme ich denn dann bitte zum Krankenhaus? Durch die Einkaufsstraße auf jeden Fall nicht. Die bleibt mindestens bis morgen gesperrt. Du kommst durch die Altstadt nur zum Krankenhaus. Okay. Also wenn du heute nochmal dahin willst, dann durch die Altstadt. Okay, warum ist die Straße jetzt gesperrt? Bauarbeiten. Wir bauen gerade. Steine, Holz, Stahl, Zement. Ich verstehe. Das also bauen? Yep, jemand wie du versteht von sowas nichts. Okay, okay, okay. Okay, ich suche mir einen anderen Weg. Ich bitte darum. What, Junge? Was ist mit ihm? Ja. Okay, jetzt ist er also oben rum, ne? Ah, okay, so komme ich dahin. Dann gehen wir halt einen anderen Weg. Irgendwie komme ich da schon hin, wo ich hin muss. So. Auf. Voll schön. Oh. Es ist so klar, dass man den Perlenwald von hier aus sehen kann. Ich mag diese morgendliche Herbstluft. Schade nur, dass ich nicht mehr Zeit habe. Ich hätte nichts dagegen, mir einen Kaffee zu holen und hier zu frühstücken. Ja, das wäre voll nice, Junge. Voll schön. Apropos Frühstück. Ich habe mir einen Tee gemacht. Sollte ich jetzt vielleicht mal fertig machen? So. Okay, okay. Kann ich nichts machen? Ach du meine Güte, wer bist du denn? Mein lieber Herr Gesangsverein, Sie sind aber flink zu Fuß. Werden Sie von einem rollenden Felsbrocken verfolgt? Guten Morgen. Nein, nein, ich bin nur zu spät. Zu spät also? Wissen Sie, mit jedem Jahr, das sich ins Land streicht, habe ich mich von der Idee entfernt. Von welcher Idee? Von der Idee des zu spät kommens. Sind Sie neu hier? Ich habe Sie noch nie gesehen. Ja, tatsächlich. Ich habe vor einigen Wochen im St. Ursula Krankenhaus angefangen. Sie sind also Doktor? Ja, also fast. Ich bin Assistenzarzt. Das ist hervorragend. Leute wie Sie tun Pokopein gut. Mein Name ist Adele von Witterstein. Ich bin die älteste Mitbürgerin in Pokopein. Ich habe viele kommen und gehen sehen und manche hatten es eilig, manche sind bis heute geblieben. Aber Sie scheinen es eilig zu haben, Herr Doktor. Ja, aber nur, um zur Arbeit zu kommen. Glatten Füßen sollte man keinen Stein in den Weg werfen. Aber wenn Sie mal etwas Zeit übrig haben... Ich weiß eine Menge über diese Stadt. Sie können mich jederzeit fragen. Ja, ich komme sehr gerne darauf zurück. Danke für das Angebot. Sehen Sie es als meine Berufung an. Und jetzt voller Arm. Sonst sterben noch mehr Personen vor mir. Fuck, was ist mit dir denn, Junge? Oh mein Gott. Wer bist du? Ach ja, du bist der Wirt, ne? Das ist das Gilberts. Hier kann man ganz gut hingehen. Man hat aber auch eigentlich keine Alternativen. Ich
werde mich bei Zeiten mal wieder hier blicken lassen. Okay. Hallo Gilbert. Ach, der heißt gar nicht Gilbert. Oh, Giuliano. Ach ja. Guten Morgen, Giuliano. Lange nicht mehr gesehen, Finlay. Ja, ich lag eine Weile flach. Ich sehe es, dein Pflaster hat dich verraten. Ist dann alles in Ordnung? Ja, ich komme schon klar, ja, ja. Da bin ich mir sicher. Wenn du die Beule mit einem kalten Getränk kühlen willst, bist du jederzeit willkommen. Danke, Giuliano. Ich komme gerne bald mal wieder vorbei. Ciao, ciao. So, auf, auf. Auf, auf ins Krankenhaus. Wo bist du denn? Du bist auch süß. Das ist der große Stadtbrunnen. Er zeigt Ninuslav Honotarus. Meine Fresse, was ist das denn für ein Name? Gründer von Pokebein. Okay. Was ist los, Nino? Warum läuft das Wasser nicht? Oha, kaputt. Scheint kaputt zu sein. Ja, ich nehme an, dass es kaputt ist. Oder im Herbst machen sie es halt einfach aus, wie das meistens so ist. So, hier. Auf ins Krankenhaus. Ich möchte jetzt eigentlich direkt hin, ja, ne? Okay. Was ist das hier? Dieser schrottige Anhänger stand noch nicht hier, als ich das letzte Mal zur Arbeit gegangen bin. Er ist auch abgeschlossen. Verdächtig. Was verbirgst du, alter schrottiger Anhänger? Vielleicht einen Schatz? Wurde in dir eine Leiche beseitigt? Oder vielleicht 10 Leichen? Okay. Trägst du eine supergeheime Alien-Technologie in dir? Bist du das Alpha und das Omega? Die Antwort auf die Frage des Universums? Los, gib deine Geheimnisse preis. Was ist denn mit ihm? Ich glaube, der ist wirklich ein bisschen zu doll auf den Kopf gefallen. Junge. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Lass mich da hoch. Ja, perfekt. Ich will da hoch. Oh, schade. Ich kann mich nicht auf diese Bank setzen. Das wäre schön gewesen. Gut, dann halt nicht. Was steht hier? An dem Baum ist eine Tafel. Diese alte Rinde steht seit der Gründung der Stadt Pokopine hier. Ninuslav Honoratus, Gründer von Pokopine, hat ihn eigenhändig gepflanzt. Er war bekannt dafür, gerne Dinge zu verlegen und zu verlieren. Nach einer 100-tägigen Wanderung hat er diesen Ort erreicht. Er gründete die Stadt und baute sich ein Haus. Und an dem Tag, an dem er einziehen wollte, hat er seinen Schlüssel verloren. 40 Tage später fand er sie an dieser Stelle. Okay. Das hätte auch ich sein können. Oh mein Gott. So, auf. Oh. Zum St. Ursula Krankenhaus geht es hier entlang. Ja, das hätte ich mir auch denken können, aber okay. Jo, hier ist die Bushaltestelle. Guten Morgen, liebe Bushaltestelle. Wie gerne wäre ich schon vor einiger Zeit bei dir ausgestiegen. Ganz entspannt mit einem Kaffee in der Hand. Naja, vielleicht ja morgen. Mach es dir nicht zu gemütlich, Haltestelle. So. St. Ursula Krankenhaus. Wir heilen, wenn sie heulen. Oh Mann. So. Die Statue steht hier draußen. Von morgens bis abends bei Wind und Wetter. Beschwert hat sie sich noch nie. Wie machst du das nur? Ich vermute regelmäßigen Schlaf. Ausgewogene Mahlzeiten. 3-mal die Woche Sport. Klingt unrealistisch. Ja, Pizza. Rein da. Gucken, ob die uns alle vermisst haben hier. Oh. Der gute alte Snackautomat. Er sorgt dafür das Frühstück. Er sorgt für das Frühstück auf die Hand. Okay. Oder für die Belohnung nach der Schicht. Natürlich ist er kaputt, seitdem ich hier arbeite. Aber hey, es ist wichtig, Konstanten im Leben zu haben. Auch wenn ich jetzt nichts gegen einen Schockdoc hätte. Jeden Morgen strahlen sie mich an und machen sich über mich lustig. So wie sie es schon vor meiner Geburt getan haben. So, und wie sie es tun werden, wenn ich schon lange gegangen bin.
Sie werden uns alle überleben. In tausenden von Jahren werden fremde Wesen diesen Snackautomaten ausgraben. Welchen Nutzen hatten diese Maschinen? Welche primitive Zivilisation hat sie erschaffen? Das werden sie sich fragen. Vielleicht werden sie mit ihrer weit entwickelten Technologie an die schmackhaften Leckerbissen herankommen. Du hast noch eine lange Zeit vor dir, Snackautomat. Warte. Ach du Kacke, Junge, was ist das, ey? Hallo, Ingrid. Ich hab dich vermisst, Mann. Guten Morgen, Kleiner. Du bist also wieder da, wie? Guten Morgen, Ingrid. Ja, meiner Verletzung geht es wieder besser. Ich habe natürlich von deinem Unfall gehört. Alle haben davon gehört. Man ist neugierig, was da oben im 5. Stock passiert ist. Das wüsste ich auch gerne. Willst du meine Theorie hören? Ja, klar. Es klingt vielleicht etwas kompliziert, aber die Indizien sprechen für sich. Ich habe es mehrfach durchdacht und es ergibt alles einen Sinn. Ja, und was denken Sie? Ich kenne dich jetzt erst seit ein paar Wochen, aber es muss etwas Spezielles mit dir zu tun haben. Wirklich? Wie meinen Sie das? Naja, es gibt hier in Porcupine dafür einen Begriff. Ein eindringlicher Fachterminus, der versucht, gesellschaftliche und anthropologische Merkmale zu definieren. Und zwar, der Begriff ist Tollpatsch. War nur ein Spaß, Kleiner. Wie geht's Herrn Andres? Der alte Brummkopf lebt noch. Liegt wieder gemütlich in seinem Bettchen auf seiner Station. Ja, auf deiner Station. Puh, okay, das beruhigt mich aber sehr. Du bist zwar erst seit kurzem hier, aber durch diese Nacht kennt man dich jetzt. Du bist der Junge, der überlebte. Sehr witzig. Aber im Ernst, es könnte sein, dass Leute noch Fragen an dich haben. Stell dich vorsichtshalber darauf ein. Wie dem auch sei, mein Kaffee kühlt hier vor sich hin. Und du solltest jetzt mal deine Schenkel auf die Station schwingen. Im 3. Stock, falls deine Delle an der Rübe doch noch mehr Schaden angerichtet hat. Ich weiß, wo meine Station ist. Das ist gut, dann mal hopp, sonst reißt dir Dr. Kukowski nämlich die Rübe ab. Sie haben recht, ich mach mich mal los. Auf in den 3. Stock. Geht der Fahrstuhl wieder? Auf zu benutzen. Ach ja, der Fahrstuhl ist ja wieder heil. Geil, muss ich ja gar nicht hoch, muss ich ja gar nicht hochlaufen. Nice. So. 3. Etage. Hallo. Oh Gott. Hi. Na? Ah, Finley. Eine halbe Stunde zu früh. Erfrischend. So lobe ich mir das. Ich bin zu früh? Wirklich? Unsinn. Sie sind viel zu spät. Schon wieder. Lassen Sie mich raten. Der Bus fuhr nicht. Ja, tut mir leid. Ich plane Sie ab sofort ohne den Bus. Sonst planen wir bald ohne Sie. Verstanden? Ja, verstanden. Tut mir leid, Dr. Krukowski. Wenn Sie erlauben, starten wir dann jetzt die Visite im Zimmer 301. Junge. Rein da. Hallo, du kleines süßes Ding. Hier haben wir Frau Martin. Guten Morgen, Sie sind ja ganz schön spät dran. Wem sagen Sie das, Frau Martin? Gott, wie die mich anguckt, Junge. Frau Martin hat es eilig, nach Hause zu kommen. Das ist ein gutes Zeichen. Etwas Ruhe brauchen sie jedoch noch. Also Frau Martin kam gestern mit Schmerzen im oberen Bauchraum zu uns. Zudem klagte sie über Sodbrennen, Übelkeit und Appetitlosigkeit. Ja, aber der eigentliche Grund war ein Stechen im Herzen. Da habe ich Panik bekommen und den Notarzt gerufen. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich mich kaum bewegen konnte. Das war auch absolut richtig. Irgendjemand eine Idee? Mia? Ich, also... Jetzt spucken sie schon aus. Ja? Geschwür. Ein Magengeschwür. Ist das eine Frage oder Ihre Antwort? Meine Antwort. Bingo, der Grund ist ein Magengeschwür. Die Ursachen müssen wir noch untersuchen. Bisher weist nichts auf eine Gastritis oder dergleichen hin. Also, Frau Martin, Sie werden vermutlich noch eine weitere Nacht hier bleiben. Wir werden Ihre Werte später noch einmal checken. Versuchen Sie, sich zu entspannen. Finlay, Sie werden sich später noch um die Medikamente von Frau Martin kümmern. Weiter geht's in Zimmer 303. Auf, zack, zack. Ja, los, dann los.
Auf zu dem nächsten Zimmer. So, Nummer 2. Was hat sie 303 gesagt? Wieso gehen wir jetzt erst in 303? Können wir nicht erst in 302 gehen? Junge, was ist denn los? Wieso kann ich denn da nicht reingehen? Erst wenn die da drin sind. Oh, oh Gott, wer ist er denn? Ach du meine Güte. Na, Larissa, wie geht es uns heute? Ganz okay, Dr. Ski. Das hört man auch gerne. Kannst du für uns ein paar Male tief ein- und ausatmen? So wie gestern Abend? Na klar, Achtung! Sorry, Dr. Krukowski. Alles gut, das war sehr gut. Wie sieht's aus? Willst du meinem Team hier erzählen, warum du hier bist? Ja, kann ich machen, Dr. K. Okay. Also, ich war unten an der Schule mit den anderen. Wir waren hinten am Skatepark. Ich kann gar nicht so gut skaten. Ich habe das Skateboard erst zum Geburtstag bekommen, aber ich will es ganz sicher noch lernen. Mein Brett ist super cool. Es hat grüne Rollen und das Grip Tape ist voll schwarz und ganz neu. Okay. Ich habe gehört, dass manche Kinder absichtlich ihr Skateboard zerkratzen, damit es cooler aussieht. Kann ich nicht verstehen. Unter meinem Brett ist ein großes Bild von einem Roboter. Das ist viel zu cool, das soll nicht verkratzen. Aber was habt ihr unten an der Schule gemacht? Achso, das war so. Mein Kumpel Christo hat Zigaretten von seinem Stiefvater gemopst und er meinte, wer gut skaten will, der muss auch rauchen. Das gehört dazu, meinte er. Ich wollte eigentlich nicht, aber ich wollte auch nicht feige sein. Ich war vom Üben auch noch voll aus der Puste. Er hat die Zigaretten angezündet und ich habe dran gezogen. Super ekelhaft. Ich raff nicht, warum die Erwachsenen das freiwillig machen. Naja, also ich habe gezogen und mir blieb die Luft weg. Ich habe gehustet und gehustet, aber es kam keine Luft. Dann bin ich umgekippt. Zum Glück haben meine Freunde schnell den Notarzt gerufen. Ja, also so war das. Danke, Larissa, das hat uns sehr gut erklärt. Also, ich höre Ihre Meinung, meine werten Kollegin und mein werter Kollege. Was denkst du, Finlay? Ich weiß es, Dr. Krukowski hat es mir schon erzählt. Nicht vorsagen, Larissa. Oh, okay, sorry. Dr. Sky, hihi. Asthma, es könnte ein asthmatischer Anfall gewesen sein. Ja, Asthma klingt logisch. Yep, logisch und korrekt. Ein Glücksgriff. Ohne die Hilfe von meiner Assistentin Larissa wären sie sicher nicht drauf gekommen. Hihi. Gut, Larissa, mach schön weiter und deine Atemübungen, aber überanstrenge dich nicht. Mach ich, Dr. Kukowski. So, letzte Station für heute ist Zimmer P33. Ach, und Finlay? Sie kennen den Patienten bereits. Es ist Herr Willi Arndes. Ich gehe davon aus, dass Ihnen dieser Name geläufig ist. Herr Arndes? Ja, ja, ja. Er ist ein Dauergast auf unserer Station. Herr Anders ist vom älteren Kaliber. Neben seinen neu gewonnenen Verletzungen ist sein Kopf nicht mehr allzu gut an Schuss. Verhalten Sie sich also entsprechend. Okay, gut, mache ich wohl. Jetzt hätte ich mich mal nicht entsprechend verhalten, Junge. Was muss ich hin? Die laufen alle hier lang. P31, P32, P33. Okay. Jetzt muss ich warten, bis die hier mal ankommen. Okay. Jo, rein hier. Huh, wer ist er denn? Es wird alles gut, Herr Anders. Mir liegt die Sache sehr am Herzen und ich werde schnell eine Lösung finden. Ah, Dr. Krukowski, gut, dass Sie hier sind. Gut, dass ich Sie sehe. Guten Morgen, Herr Heidrich. Was verschafft uns die Ehre? Herr Anders natürlich. Ich habe gehört, dass er auf dem Weg der Besserung sei. Da bin ich sehr erleichtert. Der Arme hat ja ganz schön was abbekommen. Der Zwischenfall hat uns die letzten Tage sehr beschäftigt, wie Sie selbst wissen. Ja, das weiß ich, ja. Ich habe die letzten Tage Blut und Wasser geschwitzt. Nicht nur, dass das Ganze versicherungstechnisch wirklich unschön ist. Ich habe mir große Sorgen um unseren Patienten gemacht. Und natürlich auch um unseren jungen Assistenzarzt. Ich hoffe, Sie sind wieder auf den Beinen. Sie sind wieder voll einsatzfähig.
Ja, es geht schon. Danke, Herr Heidrich. Toll, dass Sie wieder für uns da sind. Wirklich, das bewundere ich sehr. Ich gebe Ihnen natürlich keine Schuld für den Unfall. Niemand um St. Ursula tut das. Das St. Ursula selbst ist für diesen Unfall verantwortlich. Deswegen nehmen wir auch uns persönlich in die Verantwortung. Ich habe für Herrn Andres die bestmögliche Behandlung veranlasst. Deswegen haben wir ihm einen Platz in der besten Reha-Klinik des Landes verschafft. Er wird dort rund um die Uhr versorgt. Die Ruhe wird auch seiner altersbedingten Demenz zugutekommen. Darum freue ich mich auch, dass wir uns heute Morgen treffen, Dr. Krukowski. Achso? Ja, ja, bitte tun Sie mir einen Gefallen und beurteilen Sie heute im Laufe des Tages Herrn Andres Zustand. Wenn Sie ihn mit gutem Gewissen entlassen können, geben Sie mir Bescheid. Dann werde ich direkt einen Transport veranlassen. Verstanden, ich schaue ihn mir gleich an und gebe unten Bescheid. Danke, vielen Dank, ich danke Ihnen. Dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Unser aller Zeit ist kostbar. True? Okay. Ach, und sollten Sie Verstärkung in Ihrem Team brauchen, ich schaue, was ich tun kann. Eine funktionierende Infrastruktur ist unabdingbar. Wir wollen nicht, dass unsere Belegschaft wegen Überlastung ausfällt. Machen Sie es gut und haben Sie einen erfolgreichen Tag. Okay, ciao, Kakao. Ja, wie dem auch sei. Guten Morgen, Herr Andres. Wissen Sie, meine Tochter sieht ganz genauso aus wie Sie. Ja, ja. Da hat Ihre Tochter aber großes Glück. Wie geht es Ihnen heute? Das habe ich doch gerade alles schon erzählt. Da war ich aber leider noch nicht im Raum, Herr Andres. Was wollen Sie denn dann hier? Ich möchte mich erkundigen, wie es Ihnen geht und mir Ihre Verbände ansehen. Wann gibt es denn Mittag? Danach. Okay, dann machen Sie schon. Finlay? Was? Ja, Herr Andres leidet unter Demenz, ist aber, wie Sie sehen können, noch relativ fit. Er hat sich durch besagten Zwischenfall eine Wunde am Bein zugezogen und eine mittelschwere Gehirnerschütterung hatte er ebenfalls. Finlay, seien Sie doch so nett und wechseln Sie den Verband von Herrn Andres. Es ist wichtig, die Verbände frisch zu halten. Zudem können wir so einen Blick auf die Wunde werfen. Soll ich denn jetzt direkt die Verbände wechseln? Sie können auch Herrn Andres fragen, ob er es selber machen will. Ich bin mir sicher, er ist geschickter als Sie. Okay, ich mach ja schon. So. Guten Morgen, Herr Andres. Ich bin sehr froh, Sie zu sehen. Was? Kenne ich Sie? Ja, also, vielleicht. Es gab da diesen Unfall, wissen Sie? Ich will heute Lasagne, aber lassen Sie den Salat weg. Ich kann das Grünzeug nicht leiden. Herr Andres? Finlay, was tun Sie da? Soll ich Ihnen noch Tee und Kuchen bringen? Herrn Andres hat den ganzen Stress sich gut getan. Jetzt gönnen Sie ihm Ruhe und machen Sie Ihre Arbeit. Ja, ich wollte doch nur... Ja, okay. Oh mein Gott. So, jetzt müssen wir wieder Dinge tun. Drücke und halte die angezeigten Tasten dafür. Okay, das kriegen wir hin. So, haben wir geschafft. Sieh mal einer an. Der Verband ist zwar nur so Mittelklasse, aber ich bin mit dem Zustand der Wunde zufrieden. Ich komme später nochmal zu Ihnen und prüfe Ihre Werte. Aber es besteht eine Chance, dass wir Sie zeitnah entlassen können. Das wäre schön, Frau Krukowski. Doktor. Nein, nein, ich bin kein Doktor. Ich bin nur ein alter, zerstreuter Geist. Oh Mann. Okay, wir sind durch. Mia, Finlay, kommen Sie zu mir und ich übergebe Ihnen Ihre Aufgaben für die heutige Schicht. Okay, okay. Auf. Schauen wir mal, was sie uns heute für Aufgaben gibt hier. Hui. Ich sollte vielleicht ein bisschen auf die warten. Ich weiß ja nicht, wo die hingehen. Hier, ne? Eigentlich ist es doch immer hier gewesen. So, da sind sie ja. Sind sie fit? Ja, alles okay. Ich freue mich, wieder am Start zu sein. Dann freue ich mich auf eine reibungslose Schicht.
Ich schalte Ihnen nun die Aufgaben für den heutigen Tag frei. Die Wände bröckeln auseinander, aber es bleibt Geld für die Digitalisierung. Ich glaube nach wie vor nicht an diese digitale Patientenakte. Aber Heidrich und Theobald sind hellauf begeistert. Nach einem ersten Testlauf und einigen Updates sollten jetzt alle Stationen diese App nutzen. Es hilft sicher beim Datenschutz, aber von der Zeitersparnis merke ich bisher nichts. Wie dem auch sei. Öffnen Sie einfach die St. Ursula-App auf Ihrem Smartphone. Der Rest sollte sich von selbst erklären. Okay. Da ist ja mein Smartphone. Was ist das? St. Ursula. Daten laden runter. Okay. Daten aktualisiert. So, ich muss zu 301. Okay. So. Die Akte zeigt Ihnen, wen Sie behandeln müssen und was zu tun ist. Das versteht sogar ein Kleinkind. Irgendwelche Fragen? Ich denke nicht. Dann haben Sie alles, was Sie brauchen. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie Ihre heutigen Aufgaben erledigt haben. Und passen Sie auf, dass Sie am Ende der Schicht nicht noch mehr Pflaster im Gesicht haben. Wer ist er denn? Gott, ist die süß. Sie ist wieder weg. Ich werde Ihre Arbeit im Auge behalten und bewerten. Geben Sie sich Mühe. Okay, also in 301 müssen wir auf jeden Fall einmal Tabletten geben. In 303 müssen wir abhorchen und in 304 müssen wir irgendwie irgendwelche Sachen machen. Oh, ich muss da lang. Ja, dann machen wir das doch einfach nach der Reihe. 303 geben wir jetzt die Tabletten und dann gehen wir zu den anderen zwei. Jo. Hallöchen, hallo. Hallo. Da sind Sie ja wieder. Schön, Sie wiederzusehen, Frau Martin. Das nächste Mal lieber in einem anderen Kontext. Ja, das würde mich auch freuen. Wie geht es Ihnen? Nicht besonders. Ich fühle mich etwas aufgekratzt. Habe das Gefühl, dass ich manchmal keine Luft bekomme. Ich habe starke Bauchschmerzen. Haben Sie noch Sodbrennen? Ich habe immer Sodbrennen. Seit Jahren schon. No, sad. Ja, mit einem Magengeschwür ist nicht zu spaßen. Ich hatte die letzten Monate viel Stress. Ich habe mich oft mit meiner Tochter gestritten und mein Job macht mir ganz schön zu schaffen. Es tut mir sehr leid, Frau Martin. Denken Sie, dass das Geschwür vom Stress kommt? Nein, das denke ich nicht. Tatsächlich ist es sehr unwahrscheinlich, nur vom Stress ein Magengeschwür zu entwickeln. Auch wenn Stress dem Magen nicht so gut tut und Sodbrennen bekommen kann, können Sie etwas dagegen tun. Sie sind zum Glück früh genug gekommen, das ist gut. Die Tests von letzter Nacht zeigen, dass Sie einen bakteriellen Erreger im Magen haben. Der ist vermutlich für das Geschwür verantwortlich. Ich werde Ihnen erstmal eine Medikation verordnen. Ja, alles, was hilft. Gut, dann wollen wir mal sehen. So. Verschreibe die richtige Medikation. Versuche mit so wenig Medikamenten wie möglich alle Werte in Optimum zu bringen. Ein Medikament beeinflusst immer zwei verschiedene Werte. Unterzeichne das Rezept, wenn du mit der Einstellung zufrieden bist. Drücke E. Okay. Okay. Mache ich das denn jetzt genau? Ah, okay. Einmal müssen wir die da haben, glaube ich. Müssen wir jetzt noch darauf, wenn das Rot funktioniert, oder? Rot. Und dann theoretisch die da, oder? Oh nein, 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 ah! Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Verhandlung abgeschlossen. Mit B. Okay, das war also gut. Okay, ich dachte schon, das ist jetzt verkackt hier. So, das sollte schnell für Besserung sorgen.
Bei dem Mittagessen wird noch jemand kommen und Ihnen die Medikamente geben. Versuchen Sie sich bis dahin noch etwas zu schlafen. Ja, ich sollte mal die Augen zumachen. Ich lag vor Schmerzen die ganze Nacht wach. Gute Besserung, wir sehen uns später. Danke und gute Nacht. So, das haben wir erledigt, okay. So. Dann müssen wir noch in die 303 zum Abhorchen. Okay, okay. Hallöchen, hallo. Hey Doc, wie heißen Sie? Hey Larissa, ich bin Finlay. Ich werde dich in den kommenden Tagen untersuchen, okay? Alles halb so wild. Okay, wie Sie meinen, Doktor. Ich würde mir gerne mal deine Lunge anhören. Heißt das, Sie wollen dieses kalte Dingens auf meine Brust drücken? Ja, genau das. Aber so kalt ist es gar nicht. Ich weiß ja nicht. Okay, es ist tatsächlich meistens etwas kalt. Aber nur für den kurzen Moment. Das wird gehen, oder? Ja, okay. So. Wollen wir loslegen? Ja, los geht's. So, das Herz springt und die Lunge rasselt. Drücke im richtigen Moment die angezeigten Tasten. Halte WASD, wenn eine Taste auf der oberen oder unteren Linie auftaucht. Okay, WASD brauchen wir also. Ah, okay. Ah. Haben wir verkackt, oder? C, ja gut. Okay. Das war echt nur kurz kalt. Hey, was haben Sie gehört, Doc? Alles halb so wild, Larissa. Aber man hat ein leises Rasseln gehört. Ein Rasseln, so wie das Instrument? Ja, so in der Art. Das habe ich mal im Schulorchester gespielt. Aber verschluckt habe ich sie nicht, versprochen. Das Rasseln kommt doch eher von dir selbst. Ist das schlimm? Wir kriegen das schon wieder in den Griff. In deiner Akte steht, dass du gestern eingeliefert wurdest. Da hast du ein Medikament bekommen, dann wurde es direkt besser, oder? Ja, ich dachte, ich muss ersticken. Voll gruselig. Aber dann ging es mir auf einmal besser. Das war krass. Ja, das ist, glaube ich. Wir werden dich schon noch ein wenig beobachten, aber mach dir keine Sorgen. Das war wirklich unschön, was du erlebt hast, aber ab jetzt geht's wieder bergauf. Okay, Doc, versuchen Sie es hier so. Versuche es dir hier so gemütlich wie möglich zu machen. Ich schaue morgen nach dir, okay? Geht klar. Okay, ciao, ciao. Dann haben wir dich auch. So, was ist mit diesem Abhören? Muss ich mir echt nochmal angucken. Schnalle ich einfach gerade nicht. So, 304. Auf. Du. Hallöchen, hallo. Guten Morgen, Frau Helmig. Sie haben gerade eine Schilddrüsen-OP hinter sich, korrekt? Wie geht es Ihnen denn heute? Ich habe viel Durst. Reden und schlucken ist schwer. Verständlich, dann schonen Sie sich bitte. Das Trinken kann etwas beschwerlich sein nach einer Operation, aber sobald die Wunde etwas verheilt und die Schwellung abgeklungen ist, geht es wieder. Sie kommen schnell wieder auf die Beine. Das wäre schön. Ich würde ungerne die letzten schönen Tage des Jahres hier drin verbringen. Das werden sie auch nicht. Ich mache ihnen die Verbände neu und schaue kurz auf ihre Naht. Ah, okay, Verbände neu machen. Fertig, Junge. Shit. Na, immerhin B. Ein B ist gut. Alles gut soweit. Es sieht alles sauber aus. Versuchen Sie möglichst wenig zu reden und viel zu trinken. Okay.
So, damit habe ich dich auch fertig. Auf zur Chefin. Gucken, ob dir zufrieden ist mit uns. Das war jetzt nicht die beste Leistung, aber hey, immerhin. Lauf, lauf, lauf. So, hi. Alles erledigt, Dr. Krukowski. Gut, gut, wie lief es? Ganz gut, denke ich. Dann lassen Sie mal sehen. Naja, immerhin, ne? B, C, B, okay. Ja, immerhin. Ist doch ganz okay. Durchschnittliche Leistung. Leider. Ich rate Ihnen, am Ball zu bleiben und sich zu verbessern. Schauen Sie zu, hören Sie zu und vor allem sammeln Sie Praxiserfahrung. Ich werde Ihren Fortschritt weiter im Auge behalten und bin bereit für eine Überraschung. Also gut, ich habe noch eine Aufgabe für Sie. Dabei haben Sie die Gelegenheit, mir Zeit zu sparen und das Krankenhaus etwas besser kennenzulernen. Ja klar, was kann ich denn tun? Bitte gehen Sie für mich ins Labor im ersten Untergeschoss, einfach das Treppenhaus bis ganz nach unten. Die Tür ist auf der rechten Seite. Sie können aber auch den Aufzug nehmen, wenn Sie wollen. Ich habe bei Dr. Halil einige Blutproben untersuchen lassen und brauche die Ergebnisse. Schaffen Sie das, ohne sich zu verletzen, Finlay? Solange nicht die Treppe unter mir einstürzt, sollte das klappen. Dran drücken wir hier mal die Daumen. Auf geht's, ich brauche die Ergebnisse heute noch. Labor, erstes Untergeschoss, Dr. Halil, verstanden. Gut, wir nehmen den Aufzug, weil ich keinen Bock runterzulatschen. War hier auch ein Aufzug oder ist der auf der anderen Seite? Nee, ist auf der anderen Seite, shit. Oh, da war das süße Kätzchen schon wieder. Geh mal weg, Mia. Ich muss in den Aufzug benutzen. Ja, ja, Aufzug benutzen. Ich will nach unten. Okay. So, erste Tür rechts, hat sie gesagt. Hier. Das ist das Archiv des Krankenhauses. Niemand weiß, welche Schätze sich darin verbergen. Dem Geruch nachzuurteilen sind es Schätze aus altmodrigem Papier und 40 Jahre alter Zigarettenrauch scheinbar. Achso, okay, also doch nicht rechts. Also meinte sie links, aber sie hat rechts gesagt. Genau. Ist ja auch toll. Hier ist eine Treppe. Ah, ist das Labor. Verschlossen. Hallo? Sehen Sie die rote Lampe über der Tür? Die, was? Ja, die sehe ich. Gut, gut, ausgezeichnet, sehr wohl. Also, ich bin hier um... Sie sehen doch die rote Lampe, so war mir. Ja, ich sehe die rote Lampe. Eine rote Lampe heißt in der Regel so viel wie schwer beschäftigt. Verboten, negativ. Kein Zugang oder einfach nein. Aber ich brauche dringend die Blutwerte für Dr. Krukowski. Dr. Krukowski, wie? So, ich sehe eine veränderte Sachlage. Oh mein Gott, Junge, ich kann nicht lesen. Wollen Sie mal einen Zaubertrick sehen? Ich bin mir nicht sicher. Doch, doch, sicher wollen Sie. Passt Sie auf. Tada! Wunderbar, nicht? Und ich bin noch nicht mal aufgestanden. Und jetzt darf ich rein? Na, was denken Sie denn? Sie sehen doch ein grünes Licht, nicht wahr? Okay, gehen wir da mal rein. Hallöchen. Oh, ein Maulwurf, bitte. So, da bin ich. Huh! Was machen Sie denn hier? Ich war draußen an der Tür. Ich hab doch gerade mit Ihnen geredet. Faszinierend. Und? Und was? Das Licht. War es grün? Ja, es war grün. Exzellent. Hören Sie, ich brauche die Blutwerte, die Dr. Krukowski bei Ihnen angefragt hat. Ah, in der Tat. Wieso verschwenden wir dann unsere Zeit mit diesem Plausch? Folgen Sie mir, ich denke, ich habe Ihre Werte hier irgendwo. So,
Also, ja, ich denke, hier werden die Dokumente sein, nach denen es ihnen regiert. Sie haben ihre Dokumente im Blutschrank? Ja, schließlich sind doch die zugehörigen Proben auch dort. Ich bin ein Freund kurzer Wege, wissen Sie? Ein Tag wird deutlich effizienter, wenn man die Wege zwischen A und B entfernt. Und wenn es nach mir geht, habe ich alles an einem Ort. Das spart zusätzlich unnötige Sortierarbeit. Und Sie werden nun von den Früchten meiner Sorgfalt profitieren. Nun denn. Ups. Oh, oh je, oh Schreck. Was ein Missgeschick. Mein Herz macht einen Sprung bei diesem Knall. Mein ganzes System. Ich lasse sie mich nur kurz wieder Ordnung schaffen und das ist nur wieder in Ordnung. Oh je. Kann ich Ihnen helfen? Wie meinen? Sie wollen mir helfen. Das ist mir aber überaus unangenehm. Ach, das passiert. Lassen Sie mich mal sehen. Moment mal. Was sollen denn die bunten Deckel auf den Proben? Das, mein Lieber, das ist mein Sortiersystem. Hehehe. Das sieht kompliziert aus. Ganz im Gegenteil, das ist kinderleicht. Jede Probe hat einen Sticker auf dem Deckel. Dieser besteht aus 4 verschiedenen Farben. Durch den Sturz sind ein paar der Proben herausgefallen. Andere haben sich an ihrem Platz gedreht, sodass die Ausrichtung nicht mehr stimmt. Sie müssen die Proben so drehen, dass alle gleichen Farben zueinander zeigen. 4 richtige gedrehte Proben ergeben ein einfarbiges Quadrat. Wenn alle Proben richtig gedreht sind, wissen Sie, wo die herausgefallenen Proben hingehören. Ganz einfach. Okay. Sie sind sehr pfiffig. Dann wollen wir mal. So ein Unglück. Die Proben sind durcheinander geraten, aber kein Problem. Drehe die Flasche mit Q und E. Eine Flasche ist richtig gedreht, wenn sich alle 4 Ecken mit gleichfarbigen Ecken von benachbarten Flaschen berühren. Die herausgefallenen Flaschen kannst du mit E und... Oh Gott. Okay. Oh mein Gott. Okay, okay. Okay, das ist also schon mal ein ganzes Ding. Hui. So, das wäre jetzt schon mal ein komplettes Ding, okay. Okay, okay. Ich verstehe. So. Oh, warte, da war blau. So. Dann könnten wir theoretisch hier rot machen. Haben wir hier was Rotes? Ja, das da. Ich möchte, dass du hier... Nein! Wie mache ich das denn da rein? Oh. Hä, wieso geht das nicht? Wieso geht das denn nicht? So, wir können auch grün machen. Wollen die grün haben? Nee. Hä, was möchten die denn hier für eine Farbe haben? Ich habe, glaube ich, auch nicht. Okay, ich glaube, die ist falsch. Ich geh mal kurz hier unten rein. Da hatte ich nicht gerade rot. Guck mal hier rein. Oh. Wieso können die da nicht zusammenpassen? Was ist das denn hier für ein Kack? Aha, okay, grün haben wir also auch geschafft. Das hier könnte theoretisch rosa werden. Aber ich weiß es nicht. So, okay. Ah, okay, dann wird das. Okay. Thank you.
brauche was mit Grün, Gelb und Alu. Das ist vielleicht. Okay, die passt aber. Warte. Ah, okay, okay. Ich schnalle es so langsam. Das müsste ja dann eigentlich grün sein, oder nicht? So ist das hier kein Grün. Oh, weil die hier nicht reingehört. Warte, die gehört hier rein. Und die gehört dann hier rein. So, jetzt müssen wir das nur noch so ein bisschen die Stich drehen. Aha, aha. Ich hab's geschafft. Ja, moin. Oh mein Gott. Oh, Konfetti, Junge. Sehen Sie? Fantastisch, oder? Mein System ist unverfehlbar. Ich bedanke mich für Ihre Mühe. Ich mache mich dann mal wieder an meine Arbeit. Dr. Halil? Was liegt Ihnen denn noch auf dem Herzen, mein Werter? Die Werte für Dr. Krukowski. Ach ja, richtig, richtig, Dr. Krukowski. Warum sagen Sie das denn nicht gleich? Wissen Sie, ich helfe immer gerne, aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Okay. Hier, bitte sehr. Danke, danke. Mit meinem fehlerfreien System habe ich immer alles zur Hand. Haben Sie viel Freude damit und vergessen Sie bitte nicht, die Tür hinter sich zu schließen. Ich muss mich konzentrieren, wissen Sie? Dann werde ich das so machen. Ah, okay, die Tür ist automatisch zu, okay. Auf! Aufzug benutzen. Gut, haben wir doch irgendwie hingekriegt. So, auf! Steht bestimmt hier noch rum, ne? Ja. Hallo. Hier sind Ihre Blutwerte, Dr. Krukowski. Und warum hat es so lange gedauert? Ist der Bus zum Labor ausgefallen? Nein, ich musste Dr. Halil bei der Sortierung seiner Proben helfen. Sie mussten ihm also beim Sortieren helfen. Ja, ich... Sehen Sie Dr. Halil hier im dritten, wie er hier die Leute versorgt? Nein, das tun Sie nicht, weil es nicht sein Job ist. St. Ursula ist wie ein Uhrwerk. Fällt ein Zahnrad aus, gerät alles ins Stocken. Machen Sie Feierabend und ruhen Sie sich aus. Vielleicht sind Sie ja morgen etwas fitter. Wir sehen uns morgen früh, pünktlich zur Schichtbeginn. Und versuchen Sie, sich bei den Behandlungen noch ein bisschen mehr zu konzentrieren. Verstanden. Schönen Feierabend, Dr. Krukowski. Okay, ciao, Kakao. Dann gehe ich jetzt mal nach Hause hier. Kann ich jetzt... Ich gehe jetzt einfach die Treppe... So, auf, nach oben. Weil, warte, ich weiß gar nicht, wo. Oh, warte, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Shit. Vielleicht wäre es doch besser, ich würde den Aufzug nehmen. Weil ich gehe nach unten. Das erste. Ich glaube, ins erste müssen wir, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt erstmal ins erste runter. Ups. Ich kann gar nicht ins erste runter. Was ist das? So. Oh. Vielleicht muss ich hier hin. Sieht auf jeden Fall. Ja, es ist richtig. Sagt dir noch irgendwas Spannendes? So, wieder einen Tag geschafft. Hast du dich wieder gut eingearbeitet? Du warst zwar nur ein paar Tage krankgeschrieben, aber manchmal verlernt man schnell Dinge. Ich weiß nicht, das lief nicht so gut heute. Zoff mit Dr. Krukowski. Ich glaube, sie mag mich nicht. Das hat mit Mögen nichts zu tun, mein Lieber. Dr. Krukowski verzeiht keine Fehler. Man geht bei ihr durch eine harte Schule. Also streng dich an, Kleiner. Dann wird, wird sie dir auch was beibringen. Das mache ich. Schönen Feierabend, Ingrid. Dir auch bis morgen. Tschüss, tschüss. Auf nach Hause. Oha, es ist schon voll dunkel. Mein Gott. Oh, die haben den Wassersprenger hier aber noch an.
Jo. Oh, wer ist das denn? Kann ich mit der reden? Oder mit ihm oder wie auch immer? Hallo. Dieser Abend ist sehr nicht schön. Die warme Luft, die noch ein wenig Sommer in sich trägt. Die goldene Herbstsonne, die sich langsam schlafen legt. Ja, das ist schon schön. Ich habe dieses Bedürfnis, etwas Tiefgründiges zu sagen. Ich werde es mir aber lieber verkneifen. Okay, schade. Aber gut. So, auf, nach Hause. Oh, Hallöchen. Mit dem kann ich leider... Oh, wer bist du? Mit dir kann ich reden. Was willst du? Kann ich mir hier nicht in Ruhe mal eine quarzen... Okay. Ich kenne dich doch. Du bist doch auch aus dieser Krankenhausbande. Du bist doch auch ein Kumpel von dem kleinen Wichtigtour. Meinen Sie Karl? Ja, genau, der. Der soll sich bloß von mir fernhalten. Sag ihm das. Okay. Hi, Oma. Was geht ab, Oma? Jetzt geht die Oma wieder. Okay. Auf nach Hause. Hey, voll sind wir nicht über diese Brücke gekommen. Oha. Ach doch, sind wir schon. Oh, hallo. Hier kann ich auch nicht reden. Okay. Ist eigentlich voll schade, dass man nicht mit denen reden kann. Okay. Was ist das für ein langer Weg? Robert, ich wohne nicht. Ich kann es kaum erwarten, ins Bett zu kommen. Ab ins Bett. Ich will morgen fit sein. Gute Nacht, Welt. Ja, dann mal auf. Ja. Achso. Okay, was ist jetzt mit ihm los? Guten Morgen. Okay. Ich bin fit, ich hab Bock. Ich kann alles schaffen, mir gehört die Welt. Sowas würde ich jetzt sagen, wenn ich ein Typ wäre, der sich morgens im Spiegel selbst anfeuert. Zum Glück bin ich nicht so ein Typ. Und zum Glück habe ich keinen Spiegel. Das wäre für alle Beteiligten unangenehm. Aber immerhin bin ich heute mal pünktlich aus dem Bett gekommen. Das ist in meinen Augen schon ein großer Erfolg. Und das fiese Pflaster bin ich auch los. Nach fast 7 Jahren Medizinstudium habe ich endlich gelernt, ein Pflaster zu entfernen, ohne dass es weh tut. Vielleicht habe ich es ja doch drauf. Okay. Kann ich mit meiner Pflanze reden? Nee. Okay. Dann auf zur Arbeit. Mal gucken, was uns heute erwartet hier. Oha, wer bist du denn? Ja, moin. Jo, du wohnst auch hier in der Straße. Du wohnst auch in der Straße hier, oder? Ja, das stimmt. Wieso? Bist du der Typ, der seine Mülltonne mit Joghurtbechern vollstopft? Nee, tut mir leid, ich esse eigentlich nie Joghurt. Besser für dich, ich bin stinksauer. Bei jeder Tour komme ich an dieser einen Mülltonne vorbei. Bis oben hin vollgestopft mit Joghurtbechern. Und als ob das nicht schon absurd genug wäre, sind die meisten davon auch noch halb voll. Ich versuche also irgendwie diesen Berg an Joghurtbechern zu verladen. Und die ganzen halbvollen Becher regnen auf mich nieder.
Jetzt muss ich erstmal mit dem Bus nach Hause und duschen. Anders werde ich den Kirsch-Pfirsich-Vanille-Geruch nicht mehr los. Kommt der Bus also wieder? Ja, ich bin vorhin schon damit zur Arbeit gefahren. Ich bin kein besonders talentierter Fahrradfahrer. Darum bin ich eigentlich auf den Bus angewiesen. Weißt du, wann der Bus kommt? Jeden Moment, denke ich. Wo musst du denn hin? Zum St. Ursula-Krankenhaus. Ach, zu der Truppe gehörst du. Eure Mülltonnen sind nochmal eine Klasse für sich. Ich musste dieses Jahr aber auch schon als Patient dorthin. Bandscheibenvorfall. Kennst du einen Dr. Guaterra? Guaterra? Ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört, aber getroffen habe ich ihn noch nicht. Ich bin noch nicht so lange dort. Verstehe. Dr. Guaterra ist ein Knorker-Typ, hat mir ein paar Übungen gezeigt. Seitdem geht's besser. Cool. Wenn du ihn siehst, kannst du ihn ja mal von Matteo grüßen. Wird gemacht. Nimmst du auch den Bus? Ja, ich nehme den Bus zum Krankenhaus. Alles klar. Guck, da kommt er auch schon. Ja, da kommt Bus. Bup, bup. Bus. Guck mal, wir haben voll Zeit gespart jetzt, dass wir nicht mit dem, dass wir nicht zu Fuß gelaufen sind. Immerhin. Ich hab immer noch dieses Ding hier an. Jo, da sind wir wieder. Ab ins Krankenhaus. So. Hi Ingrid, was geht ab? Da ist er ja wieder. 2 Tage in Folge ohne Verletzung. Du wirst besser, Kleiner. Ja, ich bin auch richtig stolz. Das kannst du auch sein. Aber halt dich zurück, am Ende wirst du noch Mitarbeiter des Monats. Ich werde mich vorsehen. Wie ist denn die Lage? Alles gut? Fragst du mich oder meinen Rücken? Sie? Wunderbar. Ich lebe meinen wahrgewordenen Traum. Jeden Morgen um 5:30 aufstehen. Die Bäckerei hat noch geschlossen. Der Kaffee schmeckt nach kalter Asche. Der verdammte Bus kommt 1 bis 2 Mal im Quartal. Und die Doppelkopfrunde habe ich auch noch im Himmel drein verloren. Oh, sie spielen Doppelkopf? Das habe ich früher mit meinem Opa gerne gespielt. Er hat mir das beigebracht. Ich habe schöne Erinnerungen daran. Hatten sie trotzdem einen schönen Abend? Ja, aber Biggie betrügt, das sag ich dir so. Die kann einfach nicht verlieren, so wie ich. Sei kein schlechter Verlierer, Kleiner. Auch wenn Biggie eine elende Betrügerin ist. Wie ist denn die Lage? Ist ein bisschen was los. Aber du bist ja heute mal pünktlich. Kennst du dich eigentlich im Krankenhaus schon aus? Es geht so. Das wundert mich nicht. Alle verlaufen sich hier am Anfang. Also fangen wir mal hier an. Du stehst gerade im Erdgeschoss. Komm mich gern besuchen, wenn du kannst. Ich bin viel beschäftigt, aber zu einem Plausch sag ich nicht nein. Außerdem kannst du ja auch in die Cafeteria. Sergej macht seinen Job ganz gut, meiner Meinung nach. Man kommt von hier aus zum Hintereingang, da wird der medizinische Müll entsorgt. Dort parken auch unsere Kranken- und Rettungswagen. Ab und an trifft man da auch Nasen, die mal frische Luft brauchen. Auf den meisten Etagen findest du einen Zugang zum Treppenhaus und einen Aufzug. Der Aufzug bringt dich am schnellsten dorthin, wo du hin musst. Wenn du es mal also eilig hast, ist das der schnellste Weg zum Ziel. Über das Treppenhaus kommst du auch in alle anderen Stockwerke. Ganz unten im Treppenhaus kommst du ins erste Untergeschoss. Dort ist das Labor. Dr. Halil, verschrobenes Königreich. Aber wie ich das mitbekommen habe, konntest du ja gestern schon seine Bekanntschaft machen. Auf der Etage ist auch unser zentrales Dokument. Archiv und Lagerraum für allerlei Nippes. George stellt da immer wieder seinen Schrott ab. Nee, Gregor, glaube ich, oder? Oh fuck, ich hab's nicht gelesen. Im ersten Stock ist die Verwaltung. Dr. Theobald und Herr Heidrich haben dort ihr Büro. Im zweiten Stock ist die Chirurgie. Dr. Linwood wird von allen in den Himmel gelobt. Der Chirurg mit den goldenen Händen wurde extra aus dem Ausland angeworben. Jetzt schnibbelt er hier an den Leuten rum. Er und Dr. Portobello zoffen sich gerne mal. Über den dritten Stock muss ich dir hoffentlich nichts erzählen. Ja, den kenne ich. Du hast echt Glück, dass du bei Dr. Kukowski gelandet bist, Kleiner. Verscherz es dir nicht mit ihr, dann wirst du hier zum Spitzenarzt. Okay, ich gebe mir Mühe.
Über euch ist noch die zweite Innere, da liegen mehr die Privatversicherungen. Dr. Gutera und Dr. Kamala sind sehr vom ruhigen Schlag, aber ganz angenehm bei den ganzen Störgruppen hier. Den Rest wirst du schon alleine herausfinden, Kleiner. Danke für den Überblick, Ingrid. Gern geschehen. Es ist nie verkehrt, die Leute, die sich hier um sich herum zu kennen. Und sich mal umzusehen, wenn man Zeit hat. Im Notfall sollte man genau wissen, wo was ist. Du solltest mal bei Dr. Theobald in seinem Büro vorbeischauen. Stell dich gut mit ihm. Er ist schließlich der Chefarzt hier. Er mag dich bestimmt. Okay, guter Gedanke. Schau mal bei ihm vorbei. Okay. Du weißt bestimmt, wo sein Büro ist. Hast du es nicht gerade gesagt? Ja klar, sein Büro. Das kenne ich. Im ersten Stock nach rechts. Danke, bis später. Fall nicht über deine Füße, Junge. Okay, erster Stock rechts. Oh. In den ersten Stock und dann rechts. Okay, okay. Dann gehen wir mal auf zum Fahren. Es geht halt schneller als alles andere. Hier ist auch ein Snackautomat. Hier ist das Büro von Herrn Heidrich. Es reagiert niemand. Vielleicht ist er noch nicht da. Oder steckt mit seiner Nase schon in irgendwelchen Verträgen. Okay, das ist das Büro. Hier ist das Büro von Chefarzt Dr. Theobald. Wir hatten noch gar keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Sollte ich Ihnen mal Hallo sagen? Ich klopfe mal an. Ist er nicht da? Einen Moment bitte. Oh! Kommen Sie rein. Also gut, auf geht's. Oh. Ich gehe halt einfach gleich wieder. Ciao. Junge, ich wollte... Ja, ich weiß, sie hat noch gar nicht geklingelt. Lalalala. Soll ich mal Hallo sagen? Ich klopfe an. Oh shit, Junge. Ich bin einfach so dumm gerade. Kommen Sie rein. Ja, ja, ja. Diesmal gehe ich auch wirklich rein. So. Hallöchen. Das ist ein Hahn. Ach du meine Güte. Einen wunderschönen guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, Dr. Theobald. Mein Name ist Finlay. Ich bin seit einiger Zeit als Assistenzarzt hier. Ah, richtig. Es freut mich, dass Sie mal vorbeischauen. Wie geht es Ihnen hier? Fühlen Sie sich wohl? Alles sehr aufregend, aber ich komme gut klar, danke. Freut mich zu hören. Ich hätte Sie gerne schon früher kennengelernt. Ich freue mich über jedes neue Gesicht und bin sicher, dass Sie hier gute Arbeit leisten werden. Aber sagen Sie, warum Sie sich für das gute alte St. Ursula entschieden haben. War es die gute Aussicht oder die Liebe? Sie müssen mir nicht antworten. Ich plaudere einfach gerne, wissen Sie? Nein, nein, schon in Ordnung. Ich habe mein Medizinstudium abgeschlossen und wollte schnell in den Job starten. Schnell viele Dinge lernen und ein guter Arzt werden. Ich habe in der Großstadt studiert und vorher auch dort gelebt. Sowas wie Porcupine ist völlig neu für mich. Und ich dachte, in einem kleinen Krankenhaus bekomme ich mehr wichtigere Aufgaben. Und ich fand es einfach nett. Ja, nett ist es hier in der Tat. Und wie ist Ihr Leben in Porcupine? Naja, es ist schon anders, als ich dachte. Aber ich hatte ehrlicherweise auch noch gar nicht viel Zeit für die Stadt. Ich hoffe, das kommt noch. Sicher, sicher. Ich mache Ihnen aber auch nichts vor. Der medizinische Alltag ist nicht leicht. Er kann sehr erfüllend sein, aber auch sehr anstrengend. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Dann wird es Ihnen auch hier dauerhaft gefallen. Und wenn es Ihnen an etwas fehlt, geben Sie mir Bescheid. Ich tue, was ich kann, damit es der Belegschaft gut geht. Auf welcher Station behandeln Sie denn? Ich komme leider nicht dazu, selbst noch Behandlungen durchzuführen. Ich vermisse die Arbeit auf der Station sehr. Aber meine aktuelle Position lässt dafür leider keinen Raum. Und Ihr Stethoskop? Ach, das alte Ding. Ich habe es einfach gerne dabei. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Es bringt mir Glück und ich fühle mich damit noch ein wenig als Teil der Belegschaft.
Liegt Ihnen noch etwas auf dem Herzen? Haben Sie Fragen? Was halten Sie von der Cafeteria? Der gute alte Segel macht tüchtige Arbeit. Ich habe mich mal negativ über ein Gericht geäußert. Die orangene Ouvertüre genannt, nannte er es. Etwas bitter für eine Vorspeise, wenn Sie mich fragen. Naja, ich bin seitdem nicht gerne dort gesehen. Aber das tut meinem Respekt gegenüber Sergej keinen Abbruch. Und ich halte eine Flagge hoch für die gesunde Feedback-Kultur. Eine bittere, orangenfarbene Flagge. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, 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 ich wünsche... Das St. Ursula ist echt ein schönes Krankenhaus. Ist es tatsächlich nicht wahr? Ich habe mich in den rustikalen Charme der alten Dame verliebt. Ach ja. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Haben Sie Tipps, wie ich mit Dr. Krukowski am besten umgehe? Dr. Krukowski ist eine der besten Ärztinnen, die ich kenne. Lassen Sie sich nicht von ihr unterbuttern. Ich weiß, dass Sie was drauf haben. Und Dr. Krukowski weiß das auch. Sie zeigt es nur nicht so häufig. Ja, das mag sein. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja. Wegen dieser Sache mit Herrn Andres. Ja, das ist mir natürlich zu Ohren gekommen. Machen Sie sich keine Sorgen. Es war nicht Ihre Schuld. Sie sind nicht der Erste, dem hier ein Patient entlaufen ist. Das passiert den Besten. Selbst Dr. Linwood hat mal nach jemandem gesucht und sein Patient hatte nur ein Bein. Okay. Wie dem auch sei. Am Ende ist alles gut ausgegangen. Klopfen Sie sich den Staub ab und machen Sie weiter. Einverstanden? Okay. Einverstanden. Danke. Kann ich zurzeit etwas für Sie tun? Nein, schon okay. Aber danke für Ihre Zeit. Gut, dann ziehen Sie mal los. Wir haben sicher beide einen vollen Tag. Und danke für das Gespräch. Das sollten wir bei Zeiten wiederholen. Schönen Tag, Dr. Theobald. Bye, tschö. Okay. Das Regal ist voller Ordner und alter Medizinbücher. Wow, ich würde da gerne mal reinschauen. Ich wette, die Hälfte der Inhalte sind heute überholt. Und ein goldener Minigolfpokal. Diese Auszeichnung erhielt ich vergangenen Sommer. Sie stehen übrigens im Büro des hiesigen Minigolf-Kreismeisters. Und so alt sind die Bücher nun auch wieder nicht. Okay. Das Bild ist halt auch sehr interessant. Okay. Reden wir nicht drüber. So. Auf. Zum Fahrstuhl. Aufzug. So. Hi Mia, was geht ab? Guten Morgen, Finlay. Ich hoffe, du hast eine angenehme Schicht. Das wünsche ich dir auch. Mein Magen knurrt schon. Ich habe heute Morgen das Krankenhaus etwas erkundet und dabei vergessen zu frühstücken. Ein Unding. Umso mehr hoffe ich, dass es entspannt wird. Bis später, Mia. Bye-bye. So, hallo. Guten Morgen. Es freut mich, Sie mal vor Sonnenuntergang hier anzutreffen. Haben Sie bereits Ihre Akte für den heutigen Tag? Nein, leider nicht. Dann kümmern wir uns gleich darum. Es sind bereits einige Betten neu belegt worden. Ihre Aufgaben für heute sind freigeschaltet. Dankeschön. Dann gucken wir mal. Hier. Lade Daten herunter. Oh, das ist Schildkröte, Junge. Krass, Mann. Wir haben alle Hände voll zu tun. Darum lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Unter anderem ist eine alte Bekannte von mir zu Gast. Sie liegt in Zimmer P31. Bitte sehen Sie mal nach ihr. Verlieren Sie aber trotzdem Ihren anderen Aufgaben nicht aus dem Augen. Verstanden? Ich freue mich im Anschluss wie immer über saubere Ergebnisse. Frohes Schaffen! Frohes Schaffen. Okay. Ja, moin. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Ihrer Freundin hier. Dann müssen wir wieder Pillen aufschreiben, ne? Oder? Nee, irgendwas unterschreiben. Irgendwas müssen wir unterschreiben. Giuliano. Was machst du denn hier? Finlay, mein Bester. Ich habe heute Morgen meine Mutter hergebracht. Darf ich vorstellen? Das ist meine Mutter, Irma. Guten Morgen.
Hallöchen. Sie ist auf dem Bürgersteig zusammengebrochen. Eine Art Schwächeanfall oder so. Das kenne ich gar nicht von ihr. Ich dachte, es ist sicher nicht verkehrt, mal eine Fachperson draufschauen zu lassen. Alles klar, schau mir das mal an. Mama, hast du das gehört? Finlay wohnt noch nicht lange in Porcupine, aber ich habe ihn schon kennengelernt. Er ist sehr nett und ein super Arzt. Da habe ich aber großes Glück. Kann ich noch etwas tun, Finlay? Hast du vielleicht noch ein paar Infos zu dem Vorfall heute Morgen? Ach so, ja, also... Meine Mutter und ich wollten uns zum Frühstück treffen. Sie wollte den sonnigen Morgen auskosten und zu Fuß gehen. Sie meinte, dass es vielleicht der letzte sonnige Tag des Jahres sein könnte. Der Weg ist nicht weit, aber sie wirkte sehr erschöpft, als wir uns trafen. Wir konnten uns kaum richtig begrüßen, da sind ihre Beine bereits eingeknickt. Sie hat stark gehustet. Wir sind dann direkt hergekommen. Schade um das leckere Frühstück. Ich habe so Lust auf arme Ritter mit Apfelmus und einen schönen, starken, schwarzen Kaffee. Danke dir, Giuliano. Ich denke, das reicht erstmal. Ich werde mir immer mal anschauen. Okay. Mama, ich werde jetzt mal los. Ich bin im Gilberts. Lass mich wissen, wenn du was brauchst, okay? Ich komme schon klar, Sohnemann. Kümmere dich lieber um unsere alte Kneipe. Ich rufe später mal an. Das würde mich freuen. Ja, dann gehen wir mal. Guten Morgen, Frau Die Kalmer. Wie fühlen Sie sich denn? Irma, bitte. Ich bin kein Fan von Höflichkeiten. Alles klar, Irma. Ich bin Finlay. Ein schöner Name. Also, wie fühlen Sie sich? Meine Lunge schmerzt mehr, als ich es von mir kenne. Das kommt schon mal vor. Können Sie mir noch mal erzählen, was heute Morgen passiert ist? Ich war auf dem Weg zu meinem Sohn Giuliano. Es war ein herrlicher Morgen. Es fühlte sich an wie der letzte Tag des Sommers. Auch wenn ich schon längst den Herbst riechen kann. Sie auch? Ja, ich auch. Die Farbe der Bäume sind toll. Nach einigen Metern habe ich angefangen, schwer zu atmen. So eine Verschwendung der schönen Herbstluft. Ich konnte sie gar nicht richtig genießen. Meine Atmung wurde immer schneller. Ich hatte gerade den Marktplatz erreicht. Da wurde mir sehr schwummerig. Mir wurde schlecht. Meine Beine konnten mich nicht mehr halten und ich fiel auf den Asphalt. Das hat gescheppert. Die Fenster der Häuser haben gewackelt. Verstehe. Mir fällt dazu eine tolle Geschichte ein, aber vielleicht lieber an einem anderen Tag. Ich bin ziemlich erschöpft. Einverstanden. Ich lasse Sie auch gleich in Ruhe. Ich würde mir aber gerne noch ein paar Notizen zur Diagnose machen. Aber selbstverständlich. Umso schneller wir eine Lösung finden, desto eher komme ich an meine arme Ritter. Lehnen Sie sich einfach zurück. Das geht ganz fix. Okay. Finde die richtige Kombination aus Symbolen. Ein blauer Strich zeigt dir, dass ein richtiges Symbol an der falschen Stelle ist. Ein grüner Strich zeigt dir, dass ein richtiges Symbol an der richtigen Stelle ist. Ein Symbol kann nicht mehrmals in der Kombination auftreten. Okay, okay. Also sie hat gesagt, sie hat was mit den Füßen und irgendwie wurde ihr schwummerig und ich weiß auch nicht. Etwas mit dem Herzen vielleicht, so ein bisschen Luftprobleme hat sie ihr gesagt. Okay, Fuß und das ist schon mal richtig, also Fuß und das bleibt. Ah, richtig. Ja, wir haben eine Ahnung. Nice. Verstehe. Was verstehen Sie? Die Symptome sind relativ klar. Ich denke, es handelt sich um eine anfängliche Lungenentzündung. Alles erstmal halb so wild, aber wir werden sie vorsorglich hier behalten. Ja, Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, nicht wahr? So sieht's aus. Ich freue mich, dass Sie mein Arzt sind. Sie sind nett. Vielen Dank. Ich werde mich bemühen, Sie schnell wieder fit zu bekommen. Wir sehen uns später, okay? Rufen Sie einfach, wenn Sie etwas brauchen. Wird gemacht. Danke Ihnen. Ciao, Kakao. So, habe ich dich ja schon mal fertig. So, dann müssen wir in 301 nochmal Tabletten... Oh, aufschreiben. Finlay. Hast du noch eine Minute für mich? Klar, was kann ich für dich tun? Ich weiß, dass sie bei dir in den besten Händen ist. Mehr kann ich mir nicht wünschen. Wir kriegen Irma schon wieder auf die Beine. Ich weiß. Ich gehe dann mal. Ich muss schließlich das Gilberts heute wieder öffnen. Und bitte nimm es mir nicht übel, aber ich hasse Krankenhäuser. Dieser Geruch macht mich ein bisschen nervös. Dann sehen wir uns lieber das nächste Mal im Gilberts. Klar, komm gerne jederzeit vorbei. Wird gemacht. Tschö. So, geh mal weg jetzt.
Auf, auf. Hui. 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 So, 301. Tabletten verschreiben. Hallo. Frau Martin, wie fühlen Sie sich denn? Ich lag vor lauter Sorge wieder so lange wach. Ich habe an meine Tochter gedacht, an unseren Streit. Wenn ich nicht schlafen kann, dann wälze ich mich die ganze Nacht. Dann wälze ich auch die ganze Nacht Probleme. Aber es geht Ihrem Magen dann wenigstens besser. Dem Magen? Also jetzt, wo Sie es sagen? Dem geht es tatsächlich besser, ja. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Schlafschwierigkeiten können eine Nebenwirkung Ihrer Medikamente sein. Ich passe Ihre Medikation etwas an. Okay. So. Die haben wir schon. Die haben wir auch schon. Wir haben die da und wir haben die hier. Würde ich gerne. Nee, warte mal. Wir müssen die da nehmen. Aha. So, jetzt haben wir 3 Tabletten. Jetzt haben wir 2-mal die und die und die. Und wir sind 4 Tabletten haben. Oh mein Gott. Jetzt. Das müsste so richtig sein. Oder? Ich habe ein C bekommen. Warum? Das sah doch richtig aus. So, Sie bekommen gleich neue Medikamente, die Ihnen beim Schlafen helfen. Das Magengeschwür bekommen wir in den Griff. Aber damit es so bleibt, müssen Sie den Stress vermeiden. Das ist immer so leicht gesagt. Ich weiß. Nein, es ist ja gut, dass Sie mir das sagen. Dass ich das mal höre. Wissen Sie, ich tue das ja schon lange. Aber ich muss da jetzt wirklich mehr drauf achten. Und mehr auf mich achten, oder? Wenn Sie gleich Ihre Tabletten bekommen, schlafen Sie erst einmal. Danach kommen Sie dann bestimmt auf ganz neue Ideen, wie Sie die Sache angehen können. Danke, Herr Doktor. So, das haben wir geschafft. Gucken wir gleich mal, was es mit diesem komischen Rasselgeräusch-Ding in der Kirche auf sich hat, was ich nicht geschnallt habe. Vielleicht schnalle ich es jetzt. Oder auch nicht. Mal gucken. So, Hallöchen, hallo. Na, wie geht's dir heute schon? Alles entspannt, Doc. Mir ist nur totlangweilig. Ich konnte kaum schlafen letzte Nacht. Ja, das glaube ich. Die Nächte in einem Krankenhaus sind lang. Sie sagen es. Was macht denn der Husten? Schon viel besser. Das höre ich doch gerne. Dann würde ich dich jetzt einmal untersuchen. Einverstanden? Claro, muss ich dafür was tun? Du machst es schon alles super. Also lass uns mal nach deiner Lunge sehen. Sie meinen hören, oder? Was? Sie wollen doch nur nach meiner Lunge hören. Oder werde ich jetzt operiert? Ich will nicht, dass man meine Lunge sieht. Ach so, tut mir leid, das war vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt. Natürlich hören wir mal nach deiner Lunge. Puh. Okay, drücke E. Okay.
Schnall es halt einfach nicht. Schnall es doch einfach nicht, Mann. Menno. Wieder verkackt, ey. Richtig sad. Was ist denn, Doc? So ganz erholt hat sich deine Lunge noch nicht. Ist es was Schlimmes? Nein, keine Sorge. Ich denke, wenn du noch diesen Tag ruhig im Bett bleibst, kannst du morgen wieder nach Hause. Okay. Alles in Ordnung? Ja, schon. Ich wäre nur gerne heute schon nach Hause gegangen. Ja, das glaube ich dir. Aber glaub mir, es ist besser, wenn wir dich noch bis morgen hier haben. Ja, vielleicht haben sie recht. Okay. Doc, kann ich Ihnen was beichten? Klar, was denn? Mein Husten war ganz schön schlimm letzte Nacht. Hat mich die ganze Nacht wach gehalten und das hat auch ganz schön wehgetan. Es ist gut, dass du mir das gesagt hast, Larissa. Du kannst mir alles anvertrauen. Glaub mir, ich will auch, dass du so schnell wie möglich hier rauskommst. Okay, Doc. Danke. Haben Sie eine Idee, wie ich mir die Langeweile vertreiben könnte? Wir haben im Pausenraum einen Fernseher. Wenn du Lust hast, setz dich gerne dahin und mach es dir gemütlich. Da gibt es auch Tee und Kaffee. Ich mag keinen Kaffee, das ist viel zu bitter. Aber ich schau mal später. Danke. Melde dich, wenn du was brauchst, okay? Nur noch einen Tag, den schaffen wir. Ja, hehe. Okay, dann auf. So, okay, dann gehen wir mal auf zur Chefin hier. Gucken, ob wir das gut erledigt haben. Ich bin durch, Dr. Krukowski. Das sehe ich. Dann lassen Sie mich noch mal sehen, was Sie so fabriziert haben. Die ist gleich wieder richtig pisst auf mich, weil ich diese... Also ich verkacke das unten halt. Ich habe ein B bekommen. Ich verkacke das mit diesem Fern halt irgendwie. Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ich kann erkennen, dass Sie nicht grundsätzlich talentlos sind, aber es fehlt Ihnen eindeutig an Disziplin. Brauchen Sie sonst noch etwas? Nein, danke, aber die neue Patientin, was ist mit ihr? Sie ist sehr freundlich. Ist das so? Die alte Frau, die Kalma, ist sehr beliebt in Porcupine. Auch ich kenne sie schon lange. Achten Sie gut auf sie, Finlay. Sie werden ihre Behandlung übernehmen. Vernachlässigen Sie aber nicht die anderen, nur weil Sie Frau, die Kalma, nett finden. Persönliche Belange dürfen Ihnen bei der Arbeit nicht im Weg stehen. Selbst wenn Sie eine Person auf dem Tod nicht ausstehen können, behandeln Sie immer nach bestem Wissen und Gewissen. Okay. Machen Sie jetzt mal Pause. Ich werde derweil mal nach Frau, die Kalma, sehen. Verstanden. Danke für Ihr Vertrauen. Okay. Hey Mia. Uff. Alles in Ordnung? Bist du durch für heute? Ich bin sogar doppelt durch. Müde? Ja, ich tue mich schwer, mich an den Schichtbetrieb zu gewöhnen. Wem sagst du das? Hast du heute schon was gegessen? Ich habe so Hunger. Nein, tatsächlich nicht. Warst du schon mal in der Cafeteria? Nicht zum Essen, aber vielleicht ist heute ein guter Tag, das nachzuholen. Finde ich auch. Lass uns das tun. Bevor du es erwähnt hast, ist mir gar nicht aufgefallen, wie viel Hunger ich habe. Jetzt kann ich mir nichts anderes mehr denken. Das war eine Ferndiagnose. Wollen wir los? Yep. Das war die richtige Antwort. Beeilen wir uns. Mir hängt der Magen schon zwischen den Knien. Ist es medizinisch überhaupt möglich? Stirbt bestimmt beim Laufen. Finlay. Okay, auf zur Cafeteria. Wo ist denn die Cafeteria? Die ist unten, ne? Mist. Ich komme von hier auch eh nicht dahin. Jetzt kann ich wieder loslaufen zum Dingens, zum Aufzug. Lauf. So, auf in die Cafeteria. Gucken wir mal, wo jetzt hier diese Cafeteria. Hier ist die Cafeteria. Konnten wir letztes Mal nicht hin. Stimmt ja, ich war ja noch nie hier. Sieht aus wie eine normale Cafeteria. Oha, wer bist du denn?
dann. Hey Lisa. Mia, na, machst du gerade Pause? Wen hast du denn da mitgebracht? Kennen wir uns schon? Ich denke nicht, ich bin Findlay. Freut mich. Du bist wohl auch in der Inneren. Das wäre ja nichts für mich. Aber wenn ich mal etwas für dich rausschneiden soll, gib gerne Bescheid. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, was ich essen soll. Spricht dich keins von den Gerichten an? Doch, ganz im Gegenteil. Alle Gerichte klingen köstlich. Wirklich? Ja. Sergej ist echt ein Spitzenkoch. Mit seinen Messerkünsten könnte er glatt bei uns als Chirurg anfangen. Da bin ich ja mal gespannt. Geht ruhig vor. Ich brauche noch einen Moment, um mich zu entscheiden. Alles klar, dankeschön. Hallo. Was darf es denn sein? Hey, was gibt's denn? Kunst. Hier gibt es kulinarische Kunst. Sucht euch einfach euer Kunstwerk aus und ihr werdet auf eine wilde Reise geschickt. Ohne euren persönlichen Geschmack beeinflussen zu wollen, empfehle ich mit Nachdruck den Ananas-Wrap. Die Süße der gelben Frucht in Verbindung mit knackigem Feldsalat und eingelegten Artischockenherzen. Ein Hochgenuss. Also, nochmal, was darf sein? Was möchtest du, Mia? Uff, es ist mir ganz egal. Such du was aus, ich würde gerade alles essen. Okay, ich hätte gerne den Ananas-Wrap, die Pasta cum laude, das Sesam-Sorbet, die Tomatentart, die Ravioli mit Maschlonka-Soße. Was ist Maschlonka-Soße? What the hell? Das Meeressalz-Müsli. Hä, ich esse doch kein Müsli zum Mittag, Junge. Nee, ich will den Ananas-Wrap haben. Ah, der Ananas-Wrap. Gute Wahl. Damit beweist ihr guten Geschmack. Guten Appetit euch beiden. Haut rein. Darf ich den Ananas-Wrap sehen? Wahrscheinlich. Ich sehe den Ananas-Wrap. Wie ist das so? Der Wrap? Puh, ganz interessant, schätze ich. Wie findest du ihn? Ich bin ehrlich, ich kann Ananas nicht leiden. Aber ich wollte mich nicht beschweren. Und ich war so hungrig, dass es mir so egal war. Aber ich meine eigentlich, wie es so auf der Arbeit ist für dich. Wir haben beide erst vor ein paar Wochen hier angefangen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch gar nicht über unsere Erfahrungen gesprochen haben. Manchmal hilft das, sich selbst zu reflektieren, meine ich. Sagen meine Eltern immer. Stimmt, irgendwie hatten wir noch gar keine Gelegenheit. Also, ich glaube, ich mag das St. Ursula. Ich kenne ja noch nicht so viele Krankenhäuser, aber ich denke, wir haben es gut getroffen. Ja, vermutlich. Und die Belegschaft ist echt nett. Ja, das ist sie. Aber Dr. Kukowski kann ganz schön fies sein. Ich habe auch das Gefühl, dass sie mich gefressen hat. Aber ich werde sie schon noch überzeugen. Bestimmt. Ich wäre nur gern pünktlicher. Immer wenn ich hier angehetzt komme, bist du schon lange da und vorbereitet. Da muss ich dran arbeiten. Ja. Alles okay? Du musst den Web nicht aufessen, wenn es dir schmeckt. Also ich... Mahlzeit, meine lieben Kolleginnen und mein lieber Kollege. Auch Mahlzeit. Wie schmeckt es Ihnen in Sergejs Küche? Ganz gut soweit. Ja, ganz gut. Schön, schön. So muss es sein. Ich freue mich, wenn die Belegschaft gut versorgt ist. Mir ist es nicht entgangen, dass ich die Gelegenheit verpasst habe, mich neulich vorzustellen. Der Anlass war aber auch sicher nicht der beste. Darum möchte ich das jetzt noch einmal nachholen. Mein Name ist Roman Heidrich und ich bin die leitende Geschäftsführung des St. Ursula Krankenhauses. Ich versuche, den Betrieb so gut es geht in Schuss zu halten und versuche dabei, den Wünschen des werten Chefarztes Dr. Theobald und der Belegschaft gerecht zu werden. Oberste Priorität ist das Wohl der Leute, die mit Leiden zu uns kommen. So war es schon immer und so wird es auch immer sein. Sie sind beide neu hier, darum war es mir sehr wichtig, Ihnen das persönlich mit auf den Weg zu geben. Besonders, da Sie teils einen schweren Start bei uns hatten.
Ich nehme Ihnen den Vorfall mit Herrn Andres nicht übel. Sie sind neu und Fehler passieren und ich sehe keine Schuld in Ihren Handeln. Sie wollten nur das Beste für den Patienten. Sogar so sehr, dass Sie Ihre eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben. Trotzdem mussten wir Ihnen entsprechend entgegenkommen. Er ist nun in der besten Kuranstalt des Landes und wird dort hoffentlich schnell wieder fit. Das freut mich. Ich hoffe, dass es ihm schnell wieder besser geht. Nun gut. Genug von dieser Sache. Lassen Sie uns nach vorne schauen und das St. Ursula Krankenhaus weiterhin zu einem Ort der Heilung machen. Ich bin froh, dass Sie beide hier sind. Das ist das, was ich Ihnen sagen wollte. Ich muss dann auch weiter. Wollen Sie gar nichts essen? Nein, vielen Dank, das habe ich bereits vor einiger Zeit erledigt. Und die Arbeit schläft nie. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen ausgezeichneten Appetit. Frohes Schaffen. Okay. Wie nett. Das war interessant. Allerdings. Bist du fertig? Ja, spätestens nach diesem Auftritt. Dann lass uns wieder hoch auf die Station gehen. Herr Heidrich hat schon recht. Die Arbeit schläft in einem Krankenhaus nicht. Okay, dann mal los. Wer bist du? Hier habe ich noch nicht geredet. Mein Zimmergenosse und ich haben uns in der Zeit hier angefreundet. So lässt es sich ja deutlich besser aushalten. Ja, das stimmt wohl. So, ciao, Kakao. Ich gehe wieder. Das ist doch nicht dein Ernst! Du Drecksteil! Hallo! Wer ist das? Wo kommt das her? Vielleicht aus dem Aufzug? Wir sollten nachsehen. Oh nein, sag nicht, der Aufzug ist wieder kaputt. Die Stimme kommt von hier. Hallo? Ist da jemand drin? Nein, das Krankenhaus hat seit heute einen entsprechenden Aufzug. Bah! Die verdammte Tür klemmt. Wieso passiert mir das immer wieder? Wir müssen ihm helfen. Ja, was können wir jetzt tun? Wir sollten den Hausmeister holen, der kann bestimmt die Tür öffnen. Gregor oder als Sack, wegen dem hänge ich doch hier. Wenn der den Aufzug berührt, fliegt er sich ja in die Luft. Ich drehe ihm den Hals um. Willst du jetzt wieder raus oder nicht? Ja. Ich komme gerade aus der Chirurgie im zweiten Stock. Da habe ich den Fuscher herumlungern gesehen. Alles klar, Finley, geh zur Chirurgie und suche George oder so. Oder Gregor oder wie auch immer der jetzt hieß. Ich habe es nicht gelesen, verdammte Angst. Ich gehe wieder auf unsere Station und bleibe auf Abruf, wenn jemand etwas braucht. Okay, guter Plan, danke. Ja toll, jetzt ist der Fahrstuhl kaputt, jetzt muss ich da hochlaufen. Okay, ich sehe es ein. Wir kommen nicht um Gregor herum. Und auch wenn es mir nicht gefällt, aber mit Mullbinden und Infusion werde ich die Tür nicht aufschrauben können. Und ich bin am Verhungern. Bitte isst kein medizinisches Material. Wo denkst du hin? Das Zeug schmeckt grässlich. Hast du es etwa schon mal probiert? Die Nachtschichten können ganz schön lang sein, okay? Halt einfach durch, ich gehe Gregor holen. Wie gesagt, ich habe ihn gerade noch in der Chirurgie gesehen. Alles klar, ich bin gleich wieder mit ihm zurück. Beeil dich, die Wände bewegen sich auf mich zu. Okay. Dann auf. So, zweiter Stock hat er gesagt, in der Chirurgie. Oh. Dann los. So, hier, zweiter Stock, Chirurgie. Ah, hier ist er. Gregor, da sind sie. Was ist immer mit dieser vermaledeiten Beleuchtung los? Ich brauche Ihre Hilfe. Ja, jeder braucht die Hilfe vom alten Gregor. Wenn alles läuft, schauen Sie mich nicht mal mit dem Hintern an. Aber sobald eine Glühbirne flackert oder ein Türscharnier quietscht, kommen Sie angekrochen. Herr Glendauer, der Aufzug klemmt. Immer mit der Ruhe, Kleiner. Siehst du nicht, dass ich hier beschäftigt bin? Aber jemand steckt im Aufzug fest. Hilf mir mal hier, Kleiner.
Am Ende des Ganges ist ein Sicherungskasten. Geh doch mal hin und schalte die Sicherung ein, wenn ich dir das Zeichen gebe. Verstanden? Aber eins nach dem anderen. Danach helfen sie mir mit dem Aufzug. Was denkst du, mit wem du redest? Okay. Gut, dann gehen wir jetzt zum Sicherungskasten und gucken mal. Oh, hi. Du bist ja auch cute. Mein Gott, voll süß. Hui. So, hab ich. Okay, das ist wohl der einzige Sicherungskasten hier. Dann wollen wir mal. Okay, fertig? Ja. Alles klar. Moment noch. Hier noch was rein und hier abfummeln und so und okay, jetzt. Ah! Oh nein, alles in Ordnung. Ich sollte schnell nachsehen. Oh, ich glaube, der ist von der Leiter gefallen, oder? Oh. Herr Glendower, geht's Ihnen gut? Ja, geht schon. Also, wenn mich so ein Stromschlag aus den Socken haut. Uff, da bin ich aber erleichtert. Vielleicht sollten Sie sich trotzdem mal kurz hinlegen. Vierlefanz, von nix kommt nix. Und guck, die Beleuchtung geht wieder. Ich hab's halt immer noch drauf. Helfen Sie mir jetzt? Helfen? Ach so, deine Aufzugssache. Gib mir einen Moment. Ich schaufel mich mal kurz durch, dann schauen wir uns das an. Okay. Na endlich! Ich war kurz davor, einen Mietvertrag für den Kasten zu unterschreiben. Ach du schon wieder. Hätte ich mir ja denken können. Karl, du bist es. Ich habe mich schon gefragt, wo du den ganzen Tag steckst. Die Stimme hätte mir doch eigentlich bekannt vorkommen sollen. Hä, was? Ich dachte, es war dir die ganze Zeit klar. Wieso erkennst du die Engelsstimme deines Lieblingskollegen nicht? Ich versuche sie mir in Zukunft einzuprägen. Aber ich freue mich, dass du jetzt aus dem Auszug raus bist. Oh ja, stimmt. Freiheit. Ah, dieser süße, süße Duft. Ich dachte schon, ich muss da drin verenden. Danke dir, Finlay. Du bist echt ein guter Kumpel. Du hast was gut bei mir. Gregor, du alter Fuschberger, nur wegen dir habe ich hier festgesteckt. Und wegen mir bist du jetzt wieder draußen. Gern geschehen. Ich gehe jetzt. Ah, irgendwann knöpfe ich mir den alten Sack noch vor. Geht's dir gut? Was? Achso, ja, ja, alles okay. Nur die Zeit rennt mir weg. Ich habe eh heute schon so viel Stress. Da hat mir die unfreiwillige Mittagspause gerade noch gefehlt. Ich nehme jetzt nur noch die Treppe. Ist eh besser für die Ausdauer. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Du könntest mich klonen oder einen Zweitjob als Pflegekraft annehmen oder einen neuen Aufzug spendieren. Alles ziemlich valide Optionen. Das sag ich ja. So genug getratscht. Ich muss jetzt mal weiter. Ich muss mir noch irgendwo einen Snack besorgen, bevor es weitergeht. Du solltest auch wieder hoch zur Station. Du kennst die Krokowski doch inzwischen. Ich wette, die dampft schon. Ist der Aufzug jetzt kaputt oder was? Und danke dir doch mal für die Hilfe, Kumpel. Wenn du Bock und Zeit hast, revanchiere ich mich heute Abend mit einem Bierchen und Gilberts. Denke mal drüber nach. Tschüss. Aber was mit den Kisten? Naja, ich denke, er wird das schon regeln. Ich sollte wirklich langsam wieder zurück auf die Station. Kann ich jetzt den Fahrstuhl benutzen? Natürlich nicht. Der Fahrstuhl ist jetzt einfach kaputt oder was? Ach, Mann, oh. Jetzt muss ich wieder laufen. Okay, wobei ist nur ein Stockwerk. Nee, doch, ich muss ja wieder komplett hoch. Mist, ich war ja ganz unten. Mann, oh. So, hier, Station 3. Da bin ich. Gucken, ob ihr jetzt noch irgendwelche Aufgaben für uns habt hier, ne? Oh, falsche Richtung. Hä? Was ist hier denn? Da bin ich wieder. Alles gut gelaufen? Ja, bei dir auch. Das hat ganz schön lange gedauert. Wir waren im Aufzug. Es war Karl. Haha, typisch. Hast du Dr. Krokowski gesehen? Ja, die ist im Pausenraum. Wenn es auf den Abend zugeht, zieht sie sich gerne dahin zurück. Ich glaube nicht, dass sie wirklich Pause macht, was dem Zweck des Raumes irgendwie widerspricht. Ich melde mich noch bei ihr ab, dann freue ich mich auf den Feierabend. Mach das mal, ich gehe jetzt mal ein bisschen Sport machen. Wenn du Lust hast, komm doch mit, das wird witzig. Klingt gar nicht schlecht, ich denke mal drüber nach. Okay.
So, wo ist denn der Pausenraum? Hier. Ich habe mir den noch nie angeguckt. 304. Das ist ein Toilettenraum, oder? Kann ich hier weiterlaufen? Nein. Okay. Dann ist wohl die andere Seite. Müssen wir kurz rüberlaufen. Hui. Raum. Boah, Junge, wie das hier aussieht. Hallo. Binley, ich habe eine Frage. Haben Sie noch einen Nebenjob hier oder sogar zwei? Wie meinen Sie das? Naja, es scheint Sie ja hier so einiges zu beschäftigen. Andernfalls würden Sie vielleicht Ihrer Arbeit nachkommen, so wie es der Rest der Belegschaft auch tut. Ihre durchschnittliche Arbeit gleicht Ihr ständiges Fehlen sicher nicht aus. Verstehen Sie das nicht persönlich? Ich spreche das auch nicht an, weil es mir Spaß macht, sondern weil es mein Job ist. Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass die Belegschaft alles ausgleichen kann. So wie sie es sich auf die anderen verlassen, so müssen sich die anderen auch auf sie verlassen können. Bitte nehmen Sie sich das zu Herzen. Aber Carver, ich weiß, und auch, dass Sie ihm geholfen haben. Trotzdem muss ich Sie einmal mit aller Klarheit darauf hinweisen. Danke für Ihre Arbeit heute. Morgen haben Sie Ihre erste Nachtschicht, wie Sie sicher wissen. Dann haben Sie einen erneuten Versuch, sich zu beweisen. Okay. Ja gut, ciao Kakao, würde ich mal sagen, Madame. So, der Fahrstuhl geht wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Nee. Ach Mann. Ist der irgendwie einfach kaputt? Scheiße. So. Okay, einmal komplett nach unten und hier nach unten und da nach unten und da nach unten und hier nach unten und da nach unten. So. So, jetzt gehen wir Ingrid noch Ciao Ciao sagen. So. Na, gute Feierabendpläne. Ja, ich zieh nochmal los. Du hast morgen deine erste Nachtschicht, oder? Ja, endlich kann ich mal ein wenig ausschlafen. Das solltest du tun. Nachts passieren hier manchmal gruselige Dinge. Du weißt schon, Dämonen, Monster, die Geister der Verstorbenen treiben dann hier ihr Unwesen. Sie wollen mich veralbern, oder? Nein, das ist alles wahr. Manche Leute sind bei ihrer ersten Nachtschicht verrückt geworden. Oder sind sogar komplett verschwunden. Schau dich an, du hattest nur mal eine Spätschicht und bist nicht unverletzt herausgegangen. Aber das war nur ein dummer Unfall. Das kann zu jeder Tageszeit passieren. Ja, das kann es. Oder kann es das? Entscheide selbst. Okay. Ich gehe jetzt. Ja, flieh. Oh Gott. Junge, was ist mit ihr? So, kann ich mich hier raufstellen? Nee. Okay. So, einmal kurz raus hier. Ich hoffe, da erwartet uns jetzt nichts, niemand, gar nichts. Einfach nur raus. Ah, da bist du ja. Wie sieht's aus? Kommst du mit zum Sportplatz? Ich will mich heute Abend noch ein bisschen bewegen. Nee, ich komme wann anders mit. Ich habe mich schon mit Karl verabredet. Er will mir ein Bier ausgeben wegen der Aufzugssache heute. Wie du magst. Wenn du es dir doch noch anders überlegst, findest du mich auf dem Sportplatz zur Schule. Bis dann. Ciao. So, ich würde jetzt aber auch sagen, für heute war es das erstmal. Wir haben ganz viele Sachen geschafft und ich bin gespannt, wie das Spiel weiter sich entwickeln wird und so, was noch so passiert. Wie unsere erste Nachtschicht wird, das werden wir vielleicht morgen gucken oder Sonntag, je nachdem, wie ich Lust habe. Einfach spontan. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, Kakao. Der Versuch der Scheiße.
Stell dir vor, das funktioniert. Einfach Hütchen harponieren. Oh, schade. Oh, fast! Oh no! Oh Gott, ey. Ich liebe alles. Oh! Das war aber echt knapp. Oh mein Gott. Oh Gott, ich liebe alles. Wieder in die andere Richtung, wo wir gerade schon waren, wenn wir weiter einlenken. Ja, wir fahren jetzt geradeaus. Also geradeaus fahren. Nee, da fahren wir wieder in die, da fahren wir wieder dahin, wo wir schon waren. Ja, wir sind Richtung Süden gefahren. Ich hab einen Kopf. Ich sag, hi! Hey, übrigens sind wir im Dorf, ne? Wisst ihr? Also, das war geplant, ich wollte hier fragen. Dafür bin ich zu stark.